Lass mich raten, du bist live. Natürlich, mein ganzes Leben ist live. Herzlich willkommen. Ich hab vorhin geguckt, ein, zwei Stunden. Mach deinen Witz jetzt schnell, komm. Was für ein Witz? Was dir spontan einfällt. Ja, wunderbar. So, wunderbar. Ich bin dabei im Dschungel, ne? Ich sag zu ja, mir. Ja, klar. Jetzt offiziell erst. Wie jetzt? Ey, pass, ja, weil, ey, ich sag dir ganz, ey, ich habe immer noch keine Regeln, ich kann noch keine Produkte kaufen, nix. Ja, warte mal ab, wir sind hier am Arbeiten, morgen kommt ein neues Video, da bist du auch gefordert dann wahrscheinlich. Warum bin ich gefordert? Ja, weil morgen auch ein neues Video an die Teilnehmer kommt, mit einer Aufgabe wahrscheinlich, morgen oder übermorgen. Eine Aufgabe? Ich weiß, klar, ihr kriegt Aufgabe online. Was denkst du denn? Das ist doch hier, ne? Hä, was für eine Aufgabe online? Ich muss schon dahin und Regenwasser saufen. Ja, aber du spuckst ja aktuell nur aus. Ich hab's, schlucken, nicht spucken. Sag mal ganz ehrlich, kannst du Regenwasser so wie er ist, wie er runterkommt, saufen? Ja, easy. Zigmal gemacht. Kannst du in jedem zweiten Video trinke ich Regenwasser. Ja, aber gut, bei dir sind die Gedärme auch wirklich schon mittlerweile wie beim Schwein. Die vertragen alles. Ja klar, es ist vorbereitet. Ich arbeite seit 32 Jahren auf diesen Moment. Ich fresse nur vom Boden. Ich lenk jede Türklinke ab. Das ist wichtig. Du musst dich vorbereiten. Ich glaub dir das. Ich weiß, Fritz, ich weiß. Ey, ganz wichtig ist für uns, dass wir uns am Samstag nicht verletzen, ne? Nee. Vor allem, ich habe heute ja erst finales Briefing bekommen, wie du sicherlich weißt. Ich habe gar keine Fußballschuhe. Ich gehe jetzt, weiß nicht, Flipflops oder Stiefel. Nimm doch die Wanderschuhe. Ist doch egal bei dir. Wanderschuhe, ja, mach ich, ne? Ich glaube, ich komme mit Stiefel. Ich weiß, wie lustig wär's das, wenn du mit Dschungelauftritte auftrittst und ich hau dir kurz das Trikot drüber, komm ab, rein ins Spielfeld. Das wäre viel besser. Du kommst da mit Wanderstiefeln an, schön hochgeschnürt. Ja, und dann gehe ich aber auch viel auf Schienbein beim Gegner. Ja, ey, das wäre krass, Fritz, es ist wichtig, dass du hinten Montana Black ist bei denen im Tor, dass du hinten zwei Dinger reinballerst, ne? ich da mit Fußball nix am Hut hat. Komm mit Spikes. Dritte Halbzeit morgen auch noch danach? Pass auf, wir machen 3x30 Minuten, mach dir ganz entspannt, ganz entspannt, ganz entspannt. Okay, entspannt. Ey, wenn du nicht mehr kannst, hole ich dich mal raus und schicke einen Zarella rein, mach dir keinen Stress. Aber du bist schon einer, der gut rennt. Oder bist du nur Trainer? Nee, ich bin Manager vom Team. Du spielst nicht mit? Doch, auch mal, wenn ich sehe, das wird nichts, dann gehe ich kurz vor. Aber vorher, erstmal kurz inhalieren, ne? Erstmal kurz nochmal. Ja, du glaubst, ich habe eine frische Schachtel Goloa Rot frisch aufgemacht am Spielfeldrand, aber ganz sicher. Oh, ja, sehr gut. Okay. Wie sind denn die Regeln, was Zigaretten betrifft, mit dem Dschungel? Sag mal jetzt raus. Ich sag mal so, wir haben das berücksichtigt. Ist mit aufgenommen. Gott sei Dank, eine Stange. Aber wie viel? Und so weiter, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Aber ich sag mal so. Na doch, wir wissen es schon, aber ich verrate es natürlich jetzt noch nicht. Was ist mit E-Shisha, E-Zigarette? Ja. Kurze Frage wegen der E-Zigarette. Wie verträgt die sich mit Salzwasser? Kaputt wahrscheinlich, warum? Schwierig, ne? Ja, wieso mit Salzwasser? Aber ich hab's ja. Ja, das ist Schwierigkeit, ne? Ich kann sie doch nicht. Du kannst schwimmen, ne? Turmspringen warst du dabei, ne? Natürlich kann schwimmen. Schwimmen kannst du. Ja, ich habe zwar den Schwimmschein, wie heißt das Ding? Nicht bestanden. Seepferdchen? Seepferd, habe ich nicht bestanden. Ja. Aber ich kann, natürlich. Ja, aber auch mal so Kilometer oder so kannst du schwimmen. Wieso? Na, Kilometer? Das sind doch Haie. Nicht? Du hast Tigerhaie abgebildet. Ich schwimm doch da nicht. Ich hab keine Tigerhaie abgebildet. Das war, wenn dann irgendwer aus dem Orga-Team. Ich hatte damit nichts zu tun. Ich bin selbst der Teilnehmer. Aber Fritz, warum müssen wir jetzt auf einmal schwimmen? Ich schwimme doch nicht zur Insel. Nein. Also, nee, natürlich nicht. Nee. Aber ist wichtig, dass, wenn da mehr ist, dass du natürlich schwimmen kannst. Man weiß ja nie. Ich kann schwimmen, natürlich, wie ein Walross. Super. Ja, natürlich kann ich schon. Jetzt aber, wie ist die Schlafsituation? Gib doch mal ein paar Infos jetzt. Ich weiß gar nichts. Ja, pass auf. Ich arbeite jeden Tag mit den Jungs im Hintergrund. Morgen oder übermorgen kommt bei mir ein Video online, da kriegt jeder Teilnehmer eine Aufgabe, die er quasi, ich sag mal, online im Stream machen muss. Ist wichtig, ist Bestandteil. So. Und danach geht's dann weiter. Ja, ich hoffe, bei mir was Einfaches. Trink mal einen halben Liter Leitungswasser oder sowas. Nee, alles gut. Du hast also keine Angst, keine Survival-Challenge, sonst was. Sondern ich hab's im Stream schon gemacht. So. Okay, machen wir jetzt. Du musst nur reden, sag ich mal, ne? Du musst nix machen jetzt hier irgendwie skillmäßig. Du kriegst was vorgegeben und dann musst du nur reden und Entscheidungen treffen, sagen wir mal so. Und die sind aber auch ist das dann abhängig davon, was auf der Insel passiert? Böse Zungen, aber das bleibt jetzt unter uns, würden sagen, dass das eventuell vielleicht Auswirkungen haben könnte, ne? Was? Naja, da musst du halt wirklich dann überlegen, was du da machst, ne?
Oh shit, aber da muss ich ja echt. Aber du hast, wichtig, du hast deine Community ja bei dir. Wenn du das im Stream machst, du weißt, Community, ne, die stehen dir zur Seite, das ist wichtig. Du machst das mit denen zusammen. Habe ich heute auch bei mir gemacht. Ich war heute auch im Stream, ich habe das mit denen zusammen gemacht. Ich habe mich auch manchmal gegen die Community entschieden, aber das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Ne? Aber du stehst nicht alleine da, das ist wichtig. Ach so, ich muss die Entscheidung treffen, was ich mitnehme teilweise, ne? Nö, das nicht. Das noch nicht. Das kommt noch. Das kommt noch. Aber da sind wir auch dran am Arbeiten. Wird gut. Wird sehr gut. Jetzt aber, jetzt mal, ja. Ein Zelt kann man schon mitnehmen, ne? Also, die Frage kannst du dir... pass mal auf. Stell mal deiner Community im Chat die Frage, ob sie glauben, dass man bei Seven vs. Wild ein Zelt mitnehmen darf. Ich glaube, da wirst du die Antwort schon von der Community kriegen. Nur eins im Chat. Ja, genau. Das ist ein Gegenstand, schreibt einer. Naja, klar. Natürlich, man kennt's. Ja, aber wir machen ja nicht Campingausflug, quasi. Also das muss ja eben klar sein. Ja, du, für mich ja. Ist das, ich weiß, was das für mich ist. Ich werde da ganz entspannt mal eine Woche ruhen. Ja, klar, es wird auch einfach mal runterkommen. So. Ja. Ja. Aber ich sag dir, wenn die Sonne untergeht, ja, du hast es selbst schon gesagt, ne? Ey, das ist, glaube ich, auch mal. Was dann da los ist. Hast du, sag mal, du ganz ehrlich, du bist natürlich der, der da am ganz entspanntesten rangehen kann. Du kennst solche Situationen alle. Ich kenne so eine Situation noch überhaupt nicht. Bist du selbst noch abends manchmal angespannt, wenn im Dunkeln, wenn du Sachen hörst oder so? 100% Real Talk? Ja. Definitiv. Also, ne, ich kenne natürlich gewisse Geräusche. Ich kenne Geräusche im deutschen Wald und so weiter. Ich weiß auch, dass manche Sachen lauter sind, als was dann dieses Geräusch verursacht. Aber wenn du alleine irgendwo da drin hockst, in der Pampa, im Dunkel, du hast kein Zelt, du bastelst dir da irgendwas zurecht und dann fängst an zu knarksen und zu jaulen, du scheißt dir ein. Machen wir uns nichts vor. Aha. Ist so. Ich habe vorhin im Stream... hatte ich dich kurz als Thema und habe predicted, ich so, für dich wird mit das Schwerste, sage ich voraus, die erste Nacht. Wenn du die erste Nacht geschafft hast, dann weißt du, was dich erwartet und dann ist es hinten raus nur noch vielleicht so ein Isolationsding oder vielleicht Wasser oder irgendwas. Aber ich glaube für dich, hast du schon mal eine Nacht alleine draußen hast du ja nicht. Nein, wann ja denn? Kaum mehr, siehste. Ja, so. Nee, die Frage hätte ich mir sparen können. Aber glaub mir, das ist... Doch, das warte mal. Angelcamp. Draußen schlafen auf einer Liege mit einem Moskitonetz drüber, aber da es ist ja nicht wirklich alleine. Da, ne? Ja, da waren ja Leute drumherum, wie ist das? Ja. Aber du wirst merken, du hast Staffel 1, hast ja die ersten Folgen im Stream angeguckt. So, du wirst irgendwie ausgesetzt, bupp, dann sind die weg und dann bist du euphorisch. Ah, geil, erstmal gucken, wo bin ich, dies, das. Und dann so nach einer Stunde fängst du an zu realisieren, scheiße, ich bin halt ja alleine, ne? Und dann merkst du langsam so, fuck, jetzt kommt diese Realisationsphase. Jetzt muss ich kommen, jetzt muss ich ja arbeiten, jetzt muss ich, fuck, es wird dunkel, auch Sonne tiefer. Die Sonne geht ja am Äquator-Tropen, die geht ja senkrecht runter. Wupp, ist das dunkel. Ist ja nicht wie bei uns jetzt gerade. Ist ja immer noch hell draußen jetzt hier gefühlt. Blaue Stunde. Ist ja da nicht. Da ist, wupp, ist das dunkel. Und dann musst du halt, ne, da muss es laufen. Da musst du dich halbwegs wohlfühlen. Ich weiß noch nicht, ob wir das, also, ne, das ist halt, ja. Ja, also wie können wir schlafen? Was? Am besten mit Auge zu, ja. Ja, aber haben wir eine Hängematte? Eine Hängematte, ich sag mal so, also ne, es gibt gewisse Ausrüstungsgegenstände, Utensilien, die erlaubt sind. Ich werde auch alles in einem extra Video, ich habe heute alles schon vorbereitet, vorstellen anhand von Bildern, wo ich sage, hier, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, das ist ein Gegenstand, das sind zwei Gegenstände. Wir haben aber auch noch, ich sag mal so, zwei Sonderregeln eingebaut, damit es auch ein bisschen würzig spannend wird. Weißt du, wie ich meine? Aha. Ja. Was denn? Ja, das sehen wir dann im Video. Ja, aber was ist denn eine Sonderregel? Naja, im Vergleich zu Staffel 1 halt. Wir haben ja die Zuschauer, die Staffel 1 geguckt haben, kennen ja die Regeln von da. So, und jetzt mussten wir uns natürlich ein bisschen anpassen an die Teilnehmer, weil die sind ja diesmal anders. Wir haben ja ein bisschen mehr Leute dabei, die nicht so viel Erfahrung haben. Wir sind in den Tropen plötzlich und wir haben ja aus Staffel 1 auch so ein bisschen gelernt, was auch für so einen Zuschauer ganz spannend sein könnte. Und da haben wir halt nochmal so zwei Sonderregelungen uns mal überlegt. Achso, was uns das vereinfacht? Ach, also der eine so, der andere so. Aber sowas, weil ihr denkt, okay, da ist der eine oder andere ist unfähig dabei, so wie ich, ne? Da müssen wir das machen. So, sonst geht's nicht, ne? Sowas. Ich mach's mal ein bisschen allgemein gehalten, aber wir haben uns ein bisschen über... Komm jetzt doch! Jetzt komm doch!
Wir haben uns auf jeden Fall Gedanken gemacht, so, aber ich, nee, das, ja, genau. Ja, und jetzt Fritz mal, also können wir dann davor aber auch schon so noch ein bisschen miteinander dann darüber sprechen und so über solche Dinge? Also, dass wir uns auch gegenseitig Tipps geben, dass ich mich mal mit dir unterhalten kann, wenn was ich da esse. So, weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt die von Kokosnüssen die Schnauze voll habe, so, dass ich vielleicht mal was anderes esse, was ich da essen kann? Ja, also wie gesagt, es wird ja noch für alle Teilnehmer ein Briefing von einem Experten vor Ort geben, der dir wahrscheinlich aber eher sagt, was du nicht essen sollst, weil da gibt es halt wirklich Sachen, auch Pflanzen, da solltest du die Zunge von weglassen, das wird sonst ganz ungemütlich. Mhm. Aber ja, Essen ist auch erstmal nicht so wichtig. Ja, ne? Es kann man überleben. Ne? Das Wasser ist das Problem bei mir. Also es ist das Wasser, so, das liegt ja auf der Hand, ist allen klar, wo man wirklich gucken muss, was kann man da machen, wie kriegt man was hin. Und du, da bin ich genauso wie du, sage ich ganz ehrlich, auch nur in der Theorie. Klar habe ich schon mal Sachen ausprobiert und so weiter, aber ich war da ja noch nicht. Ich kenne den Ort ja selber nicht. Ich war ja da nicht da. Ort weiß man immer noch nicht. Also da wird man aber auch von euch im Dunkeln gelassen. Wirklich. Ist alles in der Arbeit, alles in Vorbereitung. Wir sind hier jeden zweiten Tag am Meeting, am Machen. Grafiker ist dran, Sachen vorzubereiten, die ich das jetzt im Stream sehen kann. Heute habe ich ja erstmal den 7. Kandidaten, der für Robert eingesprungen ist, jetzt kündet. Wer? Hast du es verkündet? Ist schon öffentlich? Ist online, ja, auf dem Live-Kanal. Wirst du wahrscheinlich nicht kennen, das ist Otto. Aha, okay. Otto ist, war 12 Jahre bei der Bundeswehr. Hat den einen oder anderen sehr interessanten Lehrgang, Combat Survival Kurs, Einzelkämpfer Lehrgang 1 und 2, also das ist ein richtig harter Hund. Ja, okay, krass. So, der hat's richtig drauf, ja. Aber wir wollen, ne, darum ging's ja aber auch, zu sagen, ey, wir wollen eine Bandbreite irgendwie haben und dadurch, dass wir einen Ersatz für Robert gesucht haben, der ja Dschungelerfahrung hat, wollten wir jemand anders haben, der auch eine krasse Expertise hat, ne? Ja, ist wirklich krass. Okay, Leute schreiben schon hier im Chat, auch das ist eine Maschine, der Typ. Der ist eine Maschine, ja. Ich sag dir ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, die zu mir kommen, Knossi ist 50-50, ne? Entweder du ziehst voll durch oder man täuscht sich und du bist wirklich gleich raus. Ich kann es selbst nicht sagen. Fritz, glaube ich dir. Ich kann da gar nichts sagen. Weil die Leute unterschätzen das auch, von der Couch aus zu Hause zu sagen, das ist nicht so einfach, jeder, der mal im Urlaub war, weiß schon allein, wie ekelhaft das ist, wenn du Salzwasser auf der Haut hast und dich abends nicht duschen kannst. Das sind so Kleinigkeiten, die das Leben zur Hölle machen. Das sind Kleinigkeiten und ich glaube mir, das Salz, die Salzkruste an deiner Haut wird das kleinste Problem sein. Das ist das kleinste Problem. Und was ich auch gemerkt habe, ich habe mir auch viele Sachen angeguckt, auch mit deiner Mom und so weiter. Grüße auf jeden Fall. Die Leute stellen das so ein bisschen dar, nach dem Motto, da kann nichts passieren und das ist doch eine Produktion. Ich sag's dir ganz ehrlich, natürlich haben wir ein Sicherheitskonzept im Hintergrund. Wir arbeiten auch gerade dran, wie wir das machen, ne, mit diesem Schalterprinzip und so weiter, dass man sich meldet, vielleicht auch mehrfach täglich und so weiter, mit haben wir uns was überlegt. Aber das, so wie du es gesagt hast, das ist the real shit. Also, glaubt mir keiner. Ich sag dir ganz ehrlich, ich war vorgestern im Raab-Office in Köln. Ja. Dann kommen schon die ersten zu mir, ey Knoss, Seven the Wild, sagt immer ganz, es kann nichts passieren, da sind Leute, die überwachen das. Sag ich, nein, das ist nicht, also, ihr denkt Dschungelcamp mit eurer Fernseherfahrung, das ist so nicht. Ist es wirklich nicht. Du wirst es selbst vor Ort sehen, du wirst es miterleben. Wir haben diesmal auch im Hintergrund noch ein Team, die so ein bisschen Making-of-mäßig was filmen. Natürlich gibt es ein Orga-Backup-Team, was 24/7 bereitsteht, aber die sind halt nicht bei dir. So, und die sehen dich auch nicht irgendwie, ne? Also was halt ist, das kann man auch schon mal sagen, du wirst halt einen GPS-Tracker dran haben und da wird mehrfach am Tag von der Zentrale aus geguckt, okay, wo ist die Person? Da wird mal getrackt, ist die noch im Lager, ist die irgendwo anders und so weiter. Aber ich sag mal, wenn du irgendwo an der Kante liegst, gut, weißt du auch nicht viel drüber. Ne? Und wenn ich nicht mehr drücken kann. Jetzt ganz ehrlich, ich sag dir, ich habe jetzt schon so Situationen mit der Familie und mit der Frau durchgesprochen. Auch mit Sascha Huber am Telefon, mit dem stundenlang nachts telefoniert. Wir haben so Beispiele durchgespielt. Jetzt kommt da Krokodok auf einmal an, Krokodil, ne? Du bist an so einem Tümpel, Krokodil ist da. Ist das 5 Meter entfernt, guckt mich an, läuft auf mich zu, drück ich. Ja, du ent... Was soll ich mit dem Krokodil, soll ich anfangen zu... Soll ich überlegen? Wie soll ich das machen? Aber das Krokodil ist ja tendenziell erstmal nicht dir gegenüber jetzt aggressiv und will dich unbedingt killen, so, ne? Nö, überhaupt nicht. Nee. Der hat doch Hunger. Ist es ja nicht. Du musst... Ja, vielleicht auch nicht. Du musst erstmal beobachten ein bisschen. So, ob's aggressiv ist oder nicht. Aber
Ich habe hier fein was vorbereitet. Ich habe hier gerade, gehen wir mal 2, 3 Sekunden. Ja, warte mal, ich muss dir was vorlesen. Ja, lies mal ruhig vor. Ah, ja, ich blätter hier mal. Oder? Gib mir mal eine Sekunde. Wo ist denn die Scheiße jetzt hin? Aber hier? Wirklich, so viele Leute denken, alles Quatsch und so. Und das ist wirklich kein Quatsch. Ne? Ja, nee, es ist kein Quatsch. Es ist halt so, wie es ist. Natürlich versuchen wir das irgendwie sicher zu machen, dass wenn was ist, ne, die Leute sich melden können. Aber wir müssen es dann halt auch machen. So. Ja, wäre schon schlimm. Aber Fritz, stell dir mal wirklich vor, es passiert was. Das wäre echt der Untergang, ne? Nicht nur von dem Format, von allem, ne? Das wäre echt übel. Ja, absolut. Man muss dazu sagen, in der ersten Staffel sind ja auch Sachen passiert. Und überleg mal, von 7 Teilnehmern haben sich 4 rausholen lassen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Da war auch kein Team irgendwie die ganze Zeit hier vor Ort und haha, kicher, kicher und der Kameramann ist am besten noch hinterm Stein oder so. Das ist völliger Quatsch. Das ist nicht so. Wirst du sehen. Und das muss auch jedem bewusst sein. Ich kann das schon einschätzen. Also ich weiß schon, dass das sehr hart wird. Allein nach 24 Stunden denkst du, du schaffst, das werden Momente da sein, wo du denkst, ich gehe jetzt. Warum mache ich den Scheiß? Wieso mache ich denn genau. Das? Ich werde dich immer hassen. Ich werde dich da sehen und hassen einfach. Den ganzen Tag. Ja, das ist. Ja, nimm mich als Feindbild. Das ist okay. Ist gut. Lies jetzt vor aus deiner Bibel? Ja, ich finde die Scheiße nicht. Siehst du, ich bin nicht vorbereitet. Ich hatte vorhin ja so eine Liste, ich suche die gerade nochmal, wo es um Verhaltensweisen ging bei Hai, Krokodil und Schlange. Das war sehr witzig. Das ist doch ein witzig. Aber die Scheiße, siehst du, ich bin ja auch nur am Lesen, ne? Ich muss mich da vorbereiten. An dir ist nichts dran, da haben die eh keinen Bock. Aber wenn die mich sehen, weißt du, was die sehen? Oh, guck mal da, ein schönes Mastschwein. Oh, richtig schön, erwachsen, vollgefressen, der ist reif. Ein Krokodil denkt nur Hunger. Du kannst mit dem nicht verhandeln. Ja, aber vielleicht hat der auch gar keinen Hunger, weil der schon längst satt ist, sag ich mal. Naja, tja, komm, jetzt gib, aber komm, ein Ding kannst du jetzt hier, musst du jetzt hier raushauen bei mir. Hier, ne? ich hab's, wilde Tiere. Verhalten in Notsituationen. Bist du ready? Ja. Willst du jetzt die optimalen? Ja. Tipps? Pass auf. Bären haben wir nicht. Großkatzen haben wir nicht. Flusspferde haben wir nicht. Elefanten haben wir nicht. Aber wir haben Krokodile, Haie und Schlangen. Also, was tun, wenn? Krokodil, hör genau zu. Jetzt kommen die ultimativen Survival-Tipps. Ja, wenn das Krokodil, ja, wenn sie an Land auf ein Krokodil treffen, fliehen sie. Wenn ein Krokodil sie erwischt und wieder loslässt. Tipp. Rennen Sie weg. Mich doch verarschen. Und, warte, Tipp Nummer 3. Wenn es Sie ins Wasser zieht, wehren Sie sich. Stechen Sie ihm ein Messer in die Kehle und in die Augen und schlagen Sie ihm auf die Nasenlöcher. Ach komm. Das ist dein Tipp für Krokodil. Weiter, 4 Tipps für Haie. Pass auf. Haie, jetzt. Wenn Sie einen Hai sehen, ruhig bleiben und in Sicherheit bringen. Optimaler Tipp. Ja, was ist das für Bullshit? Schwimmt der Hai auf sie zu, fliehen sie langsam, aber behalten sie ihn im Auge. Rast ein Hai auf sie zu, schlagen sie ihm auf die Nase. Also wie beim Krokodil, kannst du schon mal merken, ne, Krokodil gehst du auf Nase, Hai gehst du auch auf Nase. Augen noch, und jetzt, oder? Richtig, genau, pass auf, jetzt Tipp Nummer 4 beim Hai. Wenn er sie packt, schlagen sie auf Augen oder Kiemenspalten ein. Siehst du dich in so einer Situation da auf die Nase gehen? Ja, schon, oder? Natürlich, Mensch. Ja. Erstmal würde ich würde wahrscheinlich wirklich in meinem, ihr werdet lachen, aber in meinem Reflex würde ich erstmal sagen, jetzt mach doch das nicht und so. Ich würde wahrscheinlich sowas auf lieb. Mach doch das jetzt nicht. Ich bin doch gar keine Robbe. Jetzt ist es doch sinnlos, guck mich an. Ich würde wahrscheinlich so versuchen, mit dem zu reden. Ja, aber das ist gut, weil da sind die verwirrt. Das ist nur so eine psychologische Verwirrungstaktik, die du fährst. Die denken, was ist das für ein Typ? Der labert mich voll. Ich muss abhauen. Guck mal, der ist viel größer. Ja. Der ist auch völlig rot. Jetzt so mal, über einem ganzen Körper ist der rot. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch ein Tigerhai, den ihr da gezeigt habt. Ich habe den nicht eingeblendet, den Hai. Also no joke, das machen ja die Jungs mit dem Live-Kanal im Hintergrund, die Bilder da. Ein Tigerhai, ich habe nämlich auch schon ein bisschen recherchiert, wenn du meinst. Ich liege nachts Tigerhai nämlich da. Blöd, glaube ich. Ich kann nicht schlafen und deswegen recherchiere ich Tiere und so. Ein Tigerhai, also alle Haisorten, auch so ein weißer Hai, ist eigentlich im ersten Moment ist schlimm, aber ist noch harmlos, weil der lässt nochmal los. Wenn er dich nicht so, der beißt zu, lässt los, Testbiss. Ein Tigerhai zerfleischt direkt, dem ist scheißegal. Die Drecksau. Ja, ich war ja schon, also Tigerhai habe ich noch nicht gesehen. Bitte nicht Tigerhai. Weißt du, diese anderen Riffhaie, diese Veganerhaie, wie Ali immer sagt, das ist Veganhai, no problem. Das ist okay. Die von den Malediven, der, ne? Die Veganerhaie. Ja, die sind ja schön. Ja. Na, die sind ja egal, weißt du, da schwimme ich ja, das ist ja kein Problem. Was ist mit dem Land? Hau jetzt das Land raus, wo sind wir? Das Land kann ich dir natürlich jetzt on-stream sowieso nicht sagen,
Weil wir natürlich wissen, da draußen gibt es so viel Verrückte, die dann nachher. Erinnerst du dich, was am Angelcamp los war auf der anderen Seite des Teiches? Ja, weißt du noch den Algenmann, der aus dem Wasser rauskam und von den Securities abgeführt worden ist? Stimmt, du kannst es nicht sagen. Nachher kommt da wirklich einer mit der Yacht hin. Ich bin Millionär, ich wollte mal Knossi treffen. Ja, so, genau. Und ich schick dir plötzlich irgendwie, ja, Riegel rüber. Kamera aus, lass mal schön die Kamera kurz aus, komm da mal rüber hier. Kann ich mich mal waschen bei dir? Ja, nimm da mal eine Cola. Mit Eis. Das können wir nicht machen. Wir müssen vielleicht auch Überwachungsteam haben, irgendwie in der Nähe. Ey, jetzt mal noch eine Frage. Sind wir alle auf einer Insel oder sind wir verteilt? Ja, das sind alles so Sachen. Ja, aber das sind alles so Sachen, die Leute wissen wollen, ne? Ja, natürlich! Ich nehme doch teil! Ja, aber das ist. Du musst ja auch überlegen, du willst ja auch ein bisschen Spannung drin haben. Pass auf, folgende Situation. Du kannst jetzt deine Gegenstände auswählen. Wählst du andere Gegenstände, ob wir alle auf einer Insel sind oder jeder auf einer Einzel? Nee. Nein. Deswegen, also. Das sind halt die Sachen, guck mal. Sascha und ich haben halt nachts telefoniert und uns gedacht, ey, wenn wir auf einer Insel sind, weißt du? Ja. Und so, ist das Feeling anders. Das Feeling zu wissen, da ist irgendwo hinterm Dschungel am anderen Beach liegt Sascha Huber. Ich schwöre dir, das macht mit mir viel, allein das zu wissen. Ja, klar. Ja. Verstehst du, was ich meine? Weißt du, was Sascha gesagt hat? Bester Gegenstand wäre, oder eine Überraschung, wenn wir jetzt eine Challenge gewinnen oder so, dann eine Überraschung kriegen würden, eine Stunde mit einem anderen telefonieren am Abend. Wie geht's dir? Was machst du so und so? Das wäre echt krass. Das wäre schon witzig, ne? Kannst du nicht machen. Überleg mal, wenn du abends mit Sascha eine Stunde telefonieren kannst. Aber da gehen wir ja raus aus dieser Isolation. Ja, geht nicht. Was meinst du, Knossi, was bei dir abgehen wird, wenn du plötzlich über mehrere Tage, stundenlang vollkommen isoliert bist? Kein Mensch, du hast nur die Kamera. Du wirst wahrscheinlich den ganzen Tag in die Kamera labern. Und irgendwann, sobald die Kamera aus ist, merkst du so, ey, warte mal. Scheiße, das ist irgendwie ganz komisch hier. Und dann geht die Kamera wieder an. Ja, ich werde mit der Kamera einschlafen. Ich sag dir ganz ehrlich, was passiert. Spüre ich auf einmal auf meinem Gesicht 8 Beine, dann mache ich die Kamera an. Weil die Kamera, sag ehrlich, war es bei dir in der ersten Staffel so, dass die Kamera dein bester Freund war? Ist wirklich so. Auf jeden Fall. Also, weil, überlege mal, wenn du die Kamera nicht hättest, dann würdest du ja theoretisch gar nicht reden. Ja, ja. Den ganzen Tag. Also, dann, mit wem würdest du dann reden? Würdest du mit dir selbst Gespräche führen? Ja, irgendwie komisch, ne? Vielleicht doch irgendwie oder singen, weiß ich nicht. Ja. Aber mit der Kamera hast du das Gefühl, okay, ich habe so ein Tagebuch dabei, ich kann irgendwie, weißt du, kannst rauslassen, du hast so ein Ventil, du kannst reden, du kannst Sachen zeigen, du kannst was überlegen, du weißt auch so ein bisschen so ein Warum. Warum mache ich das ja eigentlich? Ja, okay, ich mache das irgendwie, um zu zeigen und hier zu dokumentieren und zu filmen und das, da schlafe ich so und guck mal, wie scheiße das hier wirklich ist und guck mal, da oben kommt Gewitter, dies, das und ich regne voll und ich bin nass. Wenn das nicht da ist, das sieht ja keiner. Ich glaube, so, ganz ehrlich, manchmal habe ich so das Gefühl, es ist immer so ein Mischmasch. Einmal denke ich, es wird ganz schlimm und einmal denke ich, es wird so eine 7 Tage Urlaubsdoku. Mal abschalten, mal rauskommen. Ja, das, und ganz ehrlich, das weißt du halt nicht, ne? Also wir sind halt in der Regenzeit da. So, das kann sein, dass das da jeden Tag schüttet plötzlich. Bumm, alles nass, ist aber auch wieder warm, dann ist tropisch. Sind Moskitos da? Ja, nein, vielleicht. Irgendwelche Sandmücken fliegen, wie viele? Nerven die dich? Lassen dich in Ruhe? Das kann zur Hölle werden, kann auch cool werden. Also ich glaube, es wird so eine Achterbahn, weißt du? Du wirst entspannt hochzuckeln, und dann kommt der Looping in deine Fresse einfach. Aber glaubst du, da wird irgendwann, du wirst am Horizont irgendwo auf einmal ein Kreuzfahrtschiff sehen oder so, meinst du? Weiß man nicht, ne? Ja, ein Flugzeug bestimmt. Weiß ich nicht. Vielleicht könnte man irgendwo am Horizont so ein kleines Schiffchen mal langfahren sehen. Ja? Kannst ja versuchen, mal zu schreien und zu winken. Ey, ist so krass, dass du keinen Infopreis gibst. Das ist eigentlich schon, weißt du, du verlangst eine Zusage, aber man weiß nichts. Das ist so übel. Ja. Man weiß nichts, was ihr zulasst, was die Regeln sind. Aber ganz wichtig, das kommt ja alles noch. Also, weißt du, das ist ja jetzt, das kommt ja in den nächsten Tagen und so weiter. Wie gesagt, heute kam mir das Video zum letzten Kandidaten. Wir arbeiten im Hintergrund an der Wildcard, die dann veröffentlicht wird. Es gibt, wie gesagt, morgen oder übermorgen ein Video, wo du eine Aufgabe kriegst, beziehungsweise jeder Teilnehmer eine Aufgabe kriegt und Stück für Stück. So, ich habe heute schon an der Ausrüstungsliste mit Max und Johannes gearbeitet, das alles final fertig gemacht, das ist gerade beim Grafiker. Ich habe Bilder rausgesucht, damit ich das alles erklären kann. Also, ne, es passiert was, das kommt alles noch. Keine Angst. Die Infos kommen, auch die Regeln und so weiter, ist alles. Aber ihr seid eigentlich schon, das ist schon alles, steht schon alles fest, oder gibt es noch Sachen, die ihr immer noch plant, die noch nicht sicher sind? Nö, also die Ausrüstungsgeschichte, das steht jetzt fest. Das haben wir heute final, also wirklich heute final beschlossen, wie wir das machen wollen. Wildcard muss noch entschieden werden vom Orga-Team. Mhm. Da ist ja heute,
heute 0 Uhr quasi Einsendeschluss. Ich habe mir schon einige angeguckt. Das muss entschieden werden. Ansonsten wird im Hintergrund immer weiter natürlich noch am Sicherheitskonzept gefeilt und geguckt und ausprobiert. Ging heute jetzt gerade wieder los mit Satellitentelefon und so weiter, ging eine Bestellung raus und dann wird das Board getestet nochmal und Backup. Und also du wirst wahrscheinlich im Nachhinein dann auch sehen, was da im Hintergrund abgeht. Auch die Zuschauer diesmal, weil wir das ja mitfilmen. Da ist schon, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Einfach natürlich auch dann, um eine gewisse Sicherheit zu bieten. Und wir hatten gestern zum Beispiel, kann ich vielleicht auch noch sagen, ein Meeting, wo wir eine Entscheidung treffen mussten, wo es auch um zwei Varianten ging, ja, sag ich mal, was das Sicherheitskonzept anging, wo wir mal ganz schnell einen ordentlichen fünfstelligen Bereich hatten, wo wir gesagt haben, machen wir den jetzt nochmal on top oder nicht? Und ich habe gesagt, ey, scheiß drauf, es geht hier um die Sicherheit. Mhm. Dann zahlen wir jetzt hier lieber mal ein paar Euro mehr, ob das dann gebraucht wird oder nicht, ist egal. Was? Aber wir haben das Bestmögliche getan. Was ist denn immer Sicherheit? Wie wird sich um die Sicherheit gekümmert? Naja, wie gesagt, wir haben ja drei Rettungssanitäter und einen Notarzt direkt vor Ort, ja, der dann quasi kommen kann und quasi Erstversorgung leisten kann. Aber das ist ja die Frage, worum nur drei? Es geht und ob du. Die können mich gar nicht tragen. Doch, doch. Ja, das. Nein, tragen können, da sind noch andere Leute. Aber die eine ärztliche, also ne, die den medizinischen Background haben und dich versorgen können. Aber ist ja die Frage, was du hast, ne? Und ob du quasi vor Ort behandelt werden kannst oder ob du halt ins Krankenhaus musst. So. Und dann musst du ja auch irgendwo mal eben vielleicht nachts und keine Ahnung was von dieser Scheißinsel und wie auch immer runter und Versorgung. Und das ist alles, die Leute belächeln das immer so und denken so, ach, da kann nichts schief gehen und alles gut und sowas. Naja, aber wir geben natürlich unser Bestes dafür, aber das ist ja nicht einfach da. So. Ne? Ja, das ist echt, echt krass. Aber dann holt ihr einen mit Helikopter oder irgendwo hast du gesagt Helikopter, ne? Ja, muss ja. Du musst ja da wieder rauskommen. Du kannst ja nicht da nochmal 2 Stunden mit dem Boot irgendwie da, wenn du da dir, keine Ahnung, die Schlange noch unten an meiner Wade baumelt. So. Aber wisst ihr denn, jetzt pass mal auf, habe ich auch überlegt. Ja. Jetzt beißt mich was? Ich sehe so schnell, ich kann mir da die Farbe von der Schlange nicht merken, die Drecksau. Woher soll ich denn wissen, was soll ich denn dem Arzt sagen? Baumfuchtel. Ja, die Baumfuchtel. Was soll ich denn dem sagen, welche das war? Das müsste man nochmal mit denen absprechen, wie das dann überhaupt ist. Ich weiß es selber nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Keine Ahnung. Haben die dann, weiß ich nicht, vielleicht machen die einen Schnelltest oder so. Vielleicht kriegst du Stäbchen in der Nase, nach 15 Minuten weißt du, welche Schlange es war. Ja, aber weißt du, was ich meine? Du brauchst jetzt genaue Gegengift. Ja, vielleicht gibt es aber auch so ein generelles Antibiotika oder so, weißt du? Oder gibt es Symptome für die zwei Varianten. Ja, ja, da müsste man dann nochmal mit dem Mensch sprechen, ja. Impfungen brauchen wir? Das ist auch schon ein Thema im Hintergrund gewesen, dass wir natürlich, und deswegen kriegen alle Teilnehmer natürlich auch das Land vorab, damit halt mit einem eventuellen Tropenarzt oder Hausarzt oder so halt darüber einmal gesprochen wird, weil wir auch nicht wissen, wer wie geimpft ist. So, ich habe gefühlt alles. Ich habe von Gelbfieber und Tollwut und ich habe ja alles drin. So, ich war schon in Afrika, da wirst du eher immer durchgeimpft. Tollwut, bei dir wichtig. Bei mir sehr wichtig, gerade wegen Vollmond. Ne? Also musst du halt aufpassen, wenn Vollmond ist, da würde ich aufpassen, dass du nicht mein Nachbar bist vielleicht. Ey, Scheiße. Ey, Fritz, ich scheiß mir so ein Idiot. Du weißt, ist ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben viel gemacht, und das ist das Härteste, was ich je gemacht habe. Das Krasseste, was ich je gemacht habe. Ne? Aber soll ich das sagen? Für mich auch. Ist ja so. Ja, genau, für dich. Hä, was? Sag mir, was habe ich gemacht, was für mich krasser ist? Du hättest zum Beispiel vielleicht einen Autounfall bauen können. Ja, aber habe ich ja nicht. Gott sei Dank. Aber weißt du, also die Sachen, also im Vergleich zu Schweden, ist das doch jetzt hier eine andere Nummer, würde ich mal sagen. Scheiße. Also für mich auf jeden Fall schon. Ach komm, für dich. Schweden war doch viel schlimmer. Nee, Schweden war doch entspannt, oder nicht? Zu Tropen? Ab welchem Tag hast du gedacht? Wie Tropen ist mit Luftfeuchtigkeit und der ganzen Scheiße. Ach was. Wenn es da 30 Grad hat und da ist nichts mit Klimaanlage, Malediven und Pool. Ich hatte heute schon kein Bock. Ich bin bei meiner Mutter 10 Minuten im Garten und habe gedacht, ich krieg schlechte Laune. Ja, so. Ey, Fritz, wie sollen wir das durch? Ab welchem Tag hast du gedacht, ich muss jemanden treffen? Oder hast du solche Gedanken gehabt, oh Gott, die Familie, ist vielleicht was passiert und so? Nö, das hatte ich gar nicht. Das habe ich bestimmt. Nee, das hatte ich gar nicht. Was ist mit Sonnencreme? Das ist auch berücksichtigt in der ganzen Liste halt, ne? Mhm, mhm. Was ist mit Trinkflasche, Filterflasche? Ja, ist auch mit thematisiert und berücksichtigt. Also das ist es für dich ein Pflichtging? Werde ich vorher erfahren, was du mitnimmst auch so, um zu vergleichen, was vielleicht Sinn macht? Nee. Ja, ich mach da, aber ich würde schon, ich mach schon öffentlich, oder? Oder ich denke jetzt, pass auf, das ist ja für mich jetzt nicht der harte Wettbewerb gegeneinander. Für mich ist das wirklich der harte Wettbewerb mit mir selbst. Absolut, absolut.
Eine Frage noch, wo gehst du kacken? Ja. Ich habe gehört, du hast den Tipp gegeben im Wasser und dann blubbert das so hinten am Rücken schön hoch. Ja, aber ist ja wurscht, weißt du, bist ja im Wasser, dann wischst du das ab, ne? Ja, aber lockt halt auch Fische an, ne? Ja, ist doch super. Dann kommen die halt in dem Moment vielleicht und schnapp. Nein, aber ich glaube, ey, so, ich weiß ja nicht, wie schnell es da tief wird. Weißt du, was ich meine? Ich will, ey, auch nicht. Ey, ich hoffe nicht, dass da gleich ein Riff ist. Ich will nicht am Riff schwimmen. Mhm. Verstehst du? Aber vielleicht auch gut, weil du kannst ein bisschen gucken, ob was gibt oder weiß ich nicht. Nee, aber Thema Toilettengang, ich werde es klasse. Oder einfach an Strand. So, guck mal, ist da ein Strand überhaupt? War da ein Strand? Ich weiß es gar nicht. Das sind da Steine? Ja, muss ja, keine Ahnung. Da muss ja ein Strand sein. Es ist ja eine tropische Insel, da wird ja ein Strand sein. Ja, auf jeden Fall halt, du kannst nicht ins Unterholz da reingehen und dann da abhocken. Du weißt, der Beutel hängt dann auch irgendwo da im Moos. Ja, das geht nicht. Und dann kommt plötzlich was auch immer für ein Vieh und beißt dir in den Beutel rein. Dann bist du halt richtig im Eimer. Was ist beim Angelset erlaubt? Angelset ist wie letztes Jahr, ne? Das hat sich nicht viel geändert. Ja, aber das ist doch Müll. Mit so einer Schnur ein bisschen, ein paar Haken? Ich habe zwei Fische gefangen. So Müll kann es gar nicht sein. Ja, aber ey, ganz ehrlich. Also ich hätte schon gerne, ich habe mir gedacht, ich nehme eine richtig schöne Angel, kaufe ich mir noch mit einer Rolle. Das sind geile Bilder. Ja, aber guck mal, wenn du da jetzt anfängst, Angel, Klappstuhl, Zelt. Nein! Bierhelm. So, das ist doch nichts. Was ist mit Kunstköder? Aber du kannst dir bestimmt was basteln. Bist du so handwerklich? Schon, oder? Ja, aber Kunstköder, so eine Fliege oder so habe ich auch noch nie gezwirbelt, ne? Mhm. So ein Fliegenfischer-Ding, ne? Aber ja, das ist das Problem. Ich weiß halt, wenn ich wissen würde, welches Land, würde ich schon gucken, welche Würmer gibt's da, weißt du? So. Ja, kriegst du ja. Kannst du ja dann noch machen. Wirst du einen Krebs essen? Wirst du einen Krebs töten? Ja, nein. Das Ding ist, ich habe schon Krebse gegessen. So, aber ganz ehrlich, diese kleinen Krebse, ich sag mal so, ne, Handfläche oder sowas, da ist halt kaum was dran. Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Ja. Also, weiß nicht, wenn du jetzt wirklich in einer absoluten Notsituation bist, über Wochen lang, ja gut, dann nimmst du jeden Firlefanz. Aber ich habe schon mal Krebse gemacht, habe da auch was gegessen. Das ist halt wirklich ganz wenig. Wenn du jetzt so richtig große Krebse hast, so wie so ein, keine Ahnung, so ein Teller oder sowas, ne, dann schon. Aber ja, musst du dir halt überlegen, ob du das willst oder nicht, ob du es brauchst. Ob man es überhaupt fängt, weißt du? Ja, die sind schnell halt, ne? Du musst halt wirklich entweder irgendwie Falle bauen, Lebendfalle, oder, weiß ich nicht, mit der Hand rein in so ein Krebsloch, der zwickt dir den Finger, ne? Nee, da gehe ich nicht rein. Ich esse wahrscheinlich Essen. Aber dann kannst du noch rausziehen. Wenn der ja an deinem Finger hängt, kannst du ihn ja rausziehen. Ja, ich glaube, Essen werde ich da gar keinen Wert drauf legen. Du, ich muss nichts essen, weißt du? Kokosnuss. Hoffentlich kommen die vom Baum runter. Hoffentlich gibt's da Kokosnüsse, kannst du das garantieren? Garantieren kann ich es nicht, aber ich glaube, also ich gehe stark davon aus. Also tropisch ist halt eigentlich immer Kokosnuss. Die wächst ja da wie Unkraut, ne? Ja, das Problem ist nur, ne, die muss halt auch unten liegen. Weil. Ja. Du, na klar, du kannst auch Glück haben, kleine Kokosnüsse, bisschen schräg, kannst du vielleicht hochklettern oder dir irgendwas basteln, langer Stock, Messer dran, oben reinschlagen. Aber du, also ne, es gibt natürlich auch die wunderschönen 20-Meter-Palmen da. Was willst du da machen? Ey, wichtig ist, dass man was zu trinken hat, essen. Weißt, und jetzt mal ganz ehrlich, der Tipp, das wollte ich dich auch noch fragen. Macht es Sinn, Wochen vorher sich so fett anzufressen? Ja, ne? Naja, das, also, ne, jetzt kein Front oder so, aber das brauchst du natürlich theoretisch nicht, ne? Das hast du ja schon bei dir. Aber weißt du, also dass man. Die linke Brust, die so nach unten guckt. Die blinzelt, dir. Ja. Ja, aber die wird danach, die wird stehen wieder eins, sag ich dir. Aber ey, ich weiß, ich habe jetzt so zwei Sachen mir überlegt. Entweder fahre ich langsam jetzt schon runter, um mich dran zu gewöhnen, dass es eine Woche einfacher fällt, oder ich fress mir richtig rein. Also das Ding ist, und das hat Robert auch gesagt, du musst eigentlich so fett, aber auch so fit wie möglich da reingehen. Also es ist kein Problem, wenn du da ein bisschen mehr auf den Rippen hast. Also ich habe beim letzten Mal habe ich 5 Kilo abgenommen. Wir hatten welche dabei, die haben 6-7 Kilo abgenommen. Aber es bringt natürlich nichts, wenn du da komplett fett reingehst und dich keinen Millimeter bewegen kannst. Weißt du, was ich meine? Weil du musst dich, dir macht da ja keiner was. Du bist da und du bist für alles selbst verantwortlich. Wenn du was trinken willst, wenn du pennen willst, wenn du ein Feuer haben willst, wie auch immer. So, macht dir ja keiner. So, das heißt, wenn du da jetzt angespeckt da reingehst und aber nach 3 Minuten schwitzt wie ein Schwein. Ja. Ja, das passiert. Das ist bei mir. Ja, und da ruhe ich mich doch aus. Es macht mir doch keiner Druck auf der Insel. Handy nicht da? Nee,
Nur die Sonne macht dir, also der Tag, der dann vorbei ist, und dann musst du halt schlafen können. Aber gut, vielleicht Ausrüstung, ne? Das Wichtigste ist mein Bett. Ich muss abends, wenn ich gut schlafen kann, eine gute Nacht hatte. Weißt du, was ich meine? Also sag mir, was ist am Bett erlaubt? Eine Hängematte, kann ich mich schon mal umgucken? Warte mal noch ab, bis das Video kommt. Oder haben wir. Sag doch mal. Wie gesagt, ich habe heute extra, damit es narrensicher ist, für alle Sachen Bilder rausgesucht, die ich dann bei mir im Video zeigen werde, wo ich sagen kann, guck mal hier, das ist das Ding, das ist erlaubt, das kann man machen. Achtung, das ist verboten. Okay. Damit es für jeden ersichtlich ist. Ich habe heute alles vorbereitet. Okay, krass. Wann kommt's? In der Mache. Wann kommt das Video? Letzte Mal, vielleicht zur nächsten Woche. Ich habe, ja, das ist gut. Ich habe mir dein Video angeguckt, 24 Stunden auf einer Tropeninsel. Das war entspannt. Ja, das war schon sehr, wenn das so wird, das war natürlich eher dann relaxed, aber da hatte ich halt auch Wasser mit, ne, in der Flasche. Ja, aber auch nur eine, ne? Ja, auch nur eine, genau, aber ich hab ja eine Kokosnuss runterbekommen da hatte ich aber auch wahrscheinlich Glück, dass an der Stelle die Palmen so klein waren. Glaubst du, dass es alle 7 Teilnehmer bis zum Ende schaffen? Oder was? Wie vielen Ausfällen rechnest du? Rechnest du bei mir fest mit einem Ausfall? Ganz ehrlich. Ich mag es nicht aussprechen, aber ich glaube ja. Weil zu hart, ne? Ja, das ist. Also für jemanden, der wirklich noch nicht eine Nacht alleine draußen so verbracht hat, und dann musst du überlegen, du bist ja nicht jetzt irgendwie, ich sag mal, Deutschland oder Schweden, gefühlt als Nachbarland, wo du mit der Fähre mal rufst. Also wir sind halt, ne, auf einem anderen Kontinent, am Arsch der Welt. So, und das wird dir halt natürlich psychisch auch bewusst. So, und dann ist die Frage, ob du halt, also guck mal, das sind zwei Sachen. Das Hauptding ist Kopfsache. Ja? 80-90% sind Kopfsache. Wie gehst du mit Situationen um? Wie gehst du mit Isolation um, mit Einsamkeit, wenn du deine Freunde denkst, wenn du deine Familie denkst? So, wenn du aber auch an Zuschauer zu Hause denkst, wenn du weißt, ey, das werden 5-6 Millionen Menschen sehen, was ich jetzt hier gerade mache. Ne? Das ist ja auch ein Druck, der auf einem lastet. Ja? Das, damit überhaupt klarzukommen und das einzuschätzen und die richtige Entscheidung zu treffen, wann gehe ich raus, wann bleibe ich drin, wann probiere ich nochmal, ist schwierig. Ja, und dann ist natürlich aber noch der einfache Punkt, dein Körper, der braucht halt zum Beispiel Wasser. So. Ja, da habe ich Angst davor, dass ich es halt nicht habe, ne? Und dann kann ich umfalle. Ja, naja, oder dann bist du irgendwann an einem Punkt, wo du dich halt rausholen lassen musst, weil sonst war es das. Also ne, du kannst ja keine 7 Tage nichts trinken, geht ja nicht. 3 Tage. So, aber wir sind in, ja, 3 Tage, sag mal, als Grundregel, aber nicht, wenn du in einem feuchten, tropischen Klima bist, wo du dann vielleicht dich noch körperlich bewegst und irgendwas machst, weil du irgendwas suchst oder baust oder wie auch immer. Ne? Da hast du dann plötzlich nur noch 24 Stunden oder sowas. Aber man darf nicht vergessen, wir sind ja halt auch in der Regenzeit da. Also, aber gut, was machst du? Worst case, du kommst an, spekulierst auf Regenwasser, ersten 2 Tage kein Regen. Ja, was machst du dann? Na, Happy Birthday. Ja, aber das kann ja keiner planen, das kann ich auch nicht planen. Weißt du? Ja, und dann stell mal vor, aber ja, weil dann ist deine Show im Arsch, wenn alle 7 Mann, weil 4 Tage nicht geregnet hat, sterben. Naja, aber guck mal, du hast ja Kokosnüsse vielleicht, Pflanzen vielleicht, Süßwasserquelle vielleicht, aufbereiten, abkochen, filtern. Also es gibt ja noch mehrere Möglichkeiten, so, weißt du? Ja, aber gibt's da Süßwasser? Ist da ein Wasserfall? Das weiß ich auch nicht so richtig. Also ich weiß, ich habe gehört vom Orga-Team, dass es wohl dort auch Süßwasser geben soll, aber auch nicht an allen Spots. Und dann ist das so ein Dreckstümpel, ne? Das kann auch sein, dass es die Mangrove ist mit dem Kroko. Oh, was? Wie soll ich? Aber ich habe vorhin noch einen Tipp gelesen zum Thema Kroko und Wasser holen. Die haben in dem Buch geschrieben, dass wenn du einmal an einer Stelle an so einem Mangroven warst und da Wasser geholt hast, sollst du danach nicht unmittelbar wieder an die Stelle gehen, weil vielleicht haben dich die Krokos beobachtet und lauern dann da schon. Das heißt, lieber an eine andere Stelle gehen. Ja, aber ich denke mal, wenn ich da 10 Meter in den Dschungel reinlaufe, dann weiß ich schon nicht mehr, wie ich zurückkomme an meinem Haus. Da musst du aufpassen. Also, ne, Dschungel ist natürlich nicht gleich Dschungel, ist unterschiedlich, mancher dicht, mancher, ne, aber das kriegt ihr auch alles noch als Infos vor Ort, hast du ja dein Erste-Hilfe-Set, dein Tracker, Satellitentelefon, was auch immer, hast du ja immer am Mann. So, weil wenn du in den Dschungel da reingehst und plötzlich, keine Ahnung, stolperst du und drehst dich dreimal im Kreis und weißt nicht mehr, wo hinten und vorne ist,
Da verläufst du dich. Selbst Fabio hat sich letztes Jahr in Schweden verlaufen. Gleich in der ersten Folge. Und hat sein Zeug am Ufer liegen lassen. Ja, dann laufe ich immer. Wo laufe ich dann lang? Nach der Sonne oder was? Ja, da musst du dich halt vorher orientieren. Ne? Dass du vorher weißt, ey, pass auf, okay, mein Lager ist hier. Ja. Ich habe jetzt, ich laufe in den Dschungel und die Sonne ist zum Beispiel im Rücken. So. Das heißt, okay, das heißt, wenn ich wieder Richtung Sonne laufe, habe ich sie, glaube ich, wieder zurück zum Lager. Du musst natürlich so ein bisschen, ne? Was meinst du, wie du Angst kriegst, wenn du so verlaufen hast, dass du gar nichts mehr weißt und denkst, oh Gott, und es wird dunkel. Ja. Was meinst du, wie dir in die Hose scheißt? Ja, und deswegen habe ich gesagt, 90% Kopfsache. Wie handelst du in der Situation? Na, du kommst in eine Situation, wo du denkst, scheiße, habe ich mich jetzt verlaufen oder nicht? Bewahre ich die Ruhe, drücke ich gleich den Knopf, ich habe was rascheln hören, probiere ich es nochmal, verlaufe ich mich weiter? Aber sind ja auch alles Sachen, die man vermeiden kann. Ne? Du musst ja keine 200 Meter in den Dschungel reingehen. Ich würde so mir gut überlegen. Und weißt du, was ich auch, weil ich schlauer bin als ihr alle, die gerade hier zuschauen, im Sachen Dschungel-Mindset, es wird auch bestimmt starker Wind gehen. Könnte sein, klar. Also wenn Regenzeit ist, wird es bestimmt auch Phasen geben, wo es da ordentlich pfeift. Kalt. Schätze ich mal. Was ist mit Kleider? Die dürfen wir mitnehmen, ne? Ein Set an. Genau. Haben wir aber auch ganz genau beschrieben, was es ist, was man darf und was nicht. Aber klar, es gibt ein komplettes Set. Aber hier mit Wechselschlüpfer und so ist nicht, ne? Nee, brauche ich ja. Ich will eh nackig rumlaufen. Ja. Machst du dann Blur? Ja, ne? Ja, wir blurren. Also wenn du dann irgendwas nackig machen solltest, den Naked Summer Jumper. Ich will komplett nackig rumlaufen. Naked Survivor Edition. Das wird richtig geil. Ich laufe nackig rum, komplett. Ich werde mich so gehen lassen, frei. Ja. Hippie. Aber mal ganz so vor, gehst du mit Krone? Nein, ein Gegenstand für. Oder ist die Krone so dabei? Darf die mit? Nö, nee, aber als Kopfbedeckung. Man darf, also man wird ja wieder wie in Staffel 1 auch eine Kopfbedeckung. Ja, nee, sehen. Alter, da wäre ich ja schön blöd. Naja, weiß man. Ich kann doch nicht. Ja, die bringt ja gar nichts, wenn die Sonne drauf knallt. Ich brauche so einen Safari-Hut oder so einen Mexikaner-Hut, weißt du? Naja, so ein Sombrero. Ja! Na, ich brauche auf jeden Fall einen richtigen Hut, so einen Dschungelhut, ne? Ja, klar. Die Hörchen und der Nacken geschützt ist. Ey, glaub mir, ich will das richtig. Ich habe bloß ein Problem. Weißt du, was mein Problem ist? Ich habe in meinem Leben auch nie Leitungswasser getrunken, weil es in meinem Kopf immer war, das kommt aus dem Dings. Wie, nicht Krematorium. Wie heißt das? Aus der Leitung oder was? Aus der Kanalisation. Genau. Wie heißt das, wo das Wasser aufbereitet wird? Wie heißt denn das? Klärwerk. Ah, Klärwerk. Und das hat mir immer in meinem Kopf so. Und jetzt habe ich Regenwasser probiert. Boah, es kam direkt raus. Es war schwer. Ich probiere weiter. Ja, also ich trinke halt mein Leben lang Leitungswasser. Ran an Hahn, fertig. Ja, da kann aber ruhig mal ein bisschen Keim mit drin sein. Das braucht der Körper auch mal. Das ist wichtig. Ja. Ich werde viel Durchfall haben. Darf ich da Medizin benutzen? Nee. Nee, aber es gibt wieder so ein Notfallset. Ja, es gibt ein Erste-Hilfe-Set, aber, das ist ganz wichtig, das war letztes Jahr auch schon so, dieses Erste-Hilfe-Set ist dafür da, um quasi eine Versorgung zu gewährleisten, bis das Rettungsteam da ist. Ne? Wenn du dir zum Beispiel in den Finger hackst oder ins Schienbein oder so. Das heißt, da sind keine Kopfschmerztabletten oder irgendwie sowas drin. Da sind auch keine Durchfalltabletten drin. So, sondern das ist wirklich dafür da, wo man sagt, scheiße, jetzt hier Blutung stillen oder irgendwie sowas, weißt du? Weißt du, was ganz hart wäre? Ja, ich verstehe. Was ganz hart wäre, du kommst da hin und hast nach dem zweiten Tag starke Zahnschmerzen, die du vorher nicht beeinflussen konntest. Also, weißt du, was ich meine? Das wäre übel. Dann ist der Marsch. Das ist halt richtig hart. Dann kannst du nicht schlafen. Weißt du, dann ist der ganze Trip ein Horror. Dann musst du wirklich dann mit der Kokosnuss so lange draufdreschen auf die Fresse, bis das Ding draußen ist. Das würdest du das machen? Den Zahn selber ziehen? Stell dir mal vor, ich mach das. Ich habe manchmal so Hero-Momente, ne? So ganz so Hero-Momente, wo ich im Bett liege. Wenn das vorne neben dem Schneidezahn so einer ist und der wackelt, dann vielleicht ja. Boah, Alter, ich habe so echt so Hero-Momente, wo ich wirklich denke, ich springe auf so ein Krokodil hinten drauf, bind ihm dann mit so einer Liane das Schnauze zu und nimm den mit und baue dem einen Käfig. Und hab den so im Arm und filme mich in der Kamera. Das ist er, Krokodok. Ich habe manchmal so Hero-Moments, wo ich mir denke, das wäre krass, wenn es so dann kommt. Ne? Ja, ich habe auch Momente, wo ich mir denke, okay, stell dir vor, da kommt so eine Schlange, keine Ahnung, 3-4 Meter und schlängelt sich da so lang. So wie in diesem Handy-Video, was wir da eingeblendet haben. Ja. Das ist ja von da vor Ort. Das kommt auf die Situation drauf an. Ich glaube, wenn du auf so einer Freifläche bist und du siehst, dass die da so schon halb von dir wegschlingelt, kann das auch geil sein. Weil du denkst, ah, okay, entdeckt, ah, die flieht schon, die ist schon weg, spannend so. Ja. Aber kann natürlich auch anders sein, dass du plötzlich irgendwo hintrittst und bupp, die ist 2 Zentimeter neben dir. Oder ja, weißt du? Schlimm. Also,
Angst habe ich dann nachts, weißt du, du merkst, da schleicht sich was jetzt irgendwie bei dir ins Nest. Alter, was machst du denn dann? Aber kann ich dir sagen, habe ich genauso. Drückst du dann Knopf, wenn merkst, die hat sich schon zweimal um deinen Hals, dann musst du drücken. Du, wenn die zweimal um deinen Hals ist, musst du um dein Leben kämpfen, da brauchst du nicht mehr drücken. Da musst du dann drücken. Aber Fritz, komm, ich kenne dich, du machst erstmal auch wie ich die Kamera an. Ja, na klar. Weil das finden sie. Erst Luft anhalten, Kamera anmachen, dann in den Kampf reingehen. Ist sowieso. Erst die Kamera an. Das wird bei mir immer so sein. Kamera. Ja, aber das ne, ist Showman. So, Show must go on, egal was passiert, immer ist mal Kamera. Nee, diese Szenen, die werden die Kamera danach finden. Weißt du, also irgendeiner wird die Kamera finden und dann zu wissen, was da abging, ist halt so krass. Das soll ja mal Hinterbliebenen aussehen. Ne? Ja, was heißt Hinterbliebenen? Du musst natürlich den Kampf gewinnen. Wie gesagt, immer auf Nasenlöcher. Bruder, ich scheiß mir ein, wenn so eine kleine Spinne auf mir kommt. Fritz. Was machen? Greift die Schlange sie an, schlagen sie ihr kräftig auf den Kopf. Boah, ey, das steht da drin? Das steht hier drin. 1.3. Fritz, aber jetzt mal ganz ehrlich, das habe ich auch überlegt. Ich habe mir schon so ein paar Dokus angeguckt. Einer hat so eine Schlange gegessen, das könnte ich halt nicht. Eine Schlange töten und essen, das könnte ich niemals. Könntest du das? Aber das ist ja wieder so, isst du einen Fisch, isst du eine Krabbe, isst du eine Schlange, ist ein Fisch weniger wert als eine Schlange? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist ja so ein Grundsatzding. Ja, könntest du das? Es wird schwer. Also ich würde es, glaube ich, nicht machen, weil ich einfach das Tier auch zu schön finde. Aber weiß nicht. Aber kannst du beim Fisch auch wieder argumentieren, ne? Ist schwierig. Ey, und dann habe ich jetzt überlegt, ich stehe in Köln im Hotel Savoy. Kennst du, ne? Kennst du? Ja, klar. Du warst auch da. Du warst auch letztens da, ja, der Fritzi war da. So, dann gehe ich aufs Klo unten rein. Kennst du, das sind diese bunten Fische, findet Nemo. Jetzt stell dir mal vor, so einen fängst du. Kann man den überhaupt essen? Das habe ich mich auch gefragt. Das steht auf meiner To-Do-Liste tatsächlich, mich noch zu informieren, welche Fische ich da essen kann und welche nicht. Aber es gehört halt irgendwie dazu, weißt du, das Ding ist ja, und das ist ja das Kontroverse, du isst es ja auch in deinem Alltag, weißt du? Ich sage, ich Fisch werde ich machen. Aber du machst es halt nicht selbst. Du lässt halt andere das zubereiten und machen und sagst, komm, gib mir die Leberwurststulle. Aber im Endeffekt, irgendwer muss halt den Drecksjob gemacht haben, sage ich jetzt mal, ne? Ja, ich werde knallhart, wenn ich das schaffe, keine Ahnung, wie das wird, werde ich echt einen Fisch, dann werde ich den, wie sagt man, ausweiden, ne? Ja, aber gut, das kannst du ja, oder? Naja, weiß ich jetzt auch nicht, aber... Ja, das und dann würde ich sagen, Fischreste habe ich mir auch schon überlegt, die nehme ich dann wieder als Köder. Direkt rein. Oh, sehr gut. Ja, Fritz, meinst du, ich hast hier mit dem Blöden zu tun oder was? Ich mache da zwei Wochen. Wenn ihr wieder heimfahrt, bleibe ich. Ja, klar, wir können dich ja auch noch da lassen. Ja. Ich baue mir ein Bungalow. Ja, also ich auch auf jeden Fall. Geht wirklich? Baust per Airbnb. Aber ich sag dir gerade, ich will einfach, wenn ich 7 Tage da überlebt habe, ist ein Wunder, egal wie, ich muss nichts Tolles vollbracht haben. Wenn ich nach 7 Tagen da rauskomme, Fritz, dieses Gefühl, du kennst das ja schon, auf das freue ich mich, das habe ich Sascha auch gesagt. Stell dir mal vor, nach 7 Tagen, die holen uns ab und wir sehen uns zum ersten Mal wieder. Ich weiß, ich habe das Staffel 1 erlebt. Was meinst du, was das für Gänsehaut gegeben hat? Brutal. Als du dann abgeholt worden bist und dann holst du ja entweder die anderen noch ab, oder die sitzen schon auf dem Boot mit, weil die schon abgeholt wurden. Was ist das für ein Gefühl? Das ist unbeschreiblich. Ja, das, und dafür mache ich es. Für dieses Gefühl. Kannst du nicht in Worte fassen. Denn stell dir vor, du wirst abgeholt, sitzt zum Beispiel auf dem Boot und dann holst du Sascha ab. Wow, geil! Du heulst. Sag ich dir, wie es ist? Ey, da freue ich mich. Weißt du, das ist das Geile im Leben, dieses Gefühl danach, ne? Das kannst du dir nicht kaufen, kriegst du, das musst du dir erarbeiten, so ein Gefühl. Ja, aber ich muss es 7 Tage erarbeiten. Deswegen kann nach dem dritten Tag kann ich nicht, ich darf nicht gebissen werden und ich muss was saufen da. Ja, absolut. Trinken ist mit das Wichtigste. Weil das wird der schlimmste Trip, wenn ich nach 3 Tagen in dem Hotel irgendwo bin und denke mir, ich hab's verkackt, Alter. Ich werde nicht mehr glücklich werden. Ich werde wahrscheinlich dann meine Karriere auch beenden. Ja, das weißt du nicht, aber das nagt an einem. Das wird genauso wahrscheinlich auch an einem Dave noch nagen, so, ne? Wie ist das dann danach? Fliegen wir dann am nächsten Tag? Angenommen, wir schaffen das alle? Oder angenommen, nach 3 Tagen höre ich auf, fliege ich dann nach Hause? Nein. Du musst dann so lange ausharren und auch Social-Media-mäßig offline bleiben, ne? Boah, shit. Das ist ja das Ding. Aber, also klar, weil sonst wissen es ja die Zuschauer. Aber wenn Schocki hat meine Nummer, der sieht im WhatsApp, zuletzt online, sieht er. Gut, aber Schocki ist doch, dein Cutter klar. Ja. Cutter, genau. Oder so, weißt du, was ich meine? Die wissen es dann, ne? Ja, klar. Ja, klar, ey, du kannst natürlich auch deine Freundinnen und Familien so anrufen, alles gut, ne? Aber natürlich nicht die große Insta-Story, ja, Leute, ich bin nach 3 Tagen raus, ich war hier noch ein bisschen. Das ist ja Quatsch.
So, ne? Aber klar, also das ist nicht, dass du jetzt da raus bist und dann wird der Flug gebucht und dann kannst du schon mal nach Hause. Das geht natürlich nicht, ist klar. Was? Sondern wir werden, ach so, als Info, ne? Also so ist der Plan. Wir Teilnehmer werden alle zusammen im gleichen Flugzeug ja anreisen. Also wir sehen uns dann da. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Also das wird ja auch krass. Wir werden irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten, kriegt ihr natürlich noch die ganz finalen Infos, uns am Flughafen irgendwie treffen und dann wirst du da einen Sascha Huber sehen, dann wirst du da einen Huber sehen und so weiter. Dann steigen wir in das scheiß Flugzeug und fliegen los. Und wir wissen alle, was wir da eigentlich gerade machen. Weißt du, was ich meine? Ich freue mich. Da freue ich mich schon drauf. Im Gepäck aufgegeben, deine Gegenstände, die du überlegt hast, wo du denkst, scheiße. Und dann kommst du ins Gespräch mit Sascha, der sagt, ey, warte, ich habe doch das mit, viel geiler. Und du denkst, fuck. Scheiße, da gibt's keinen Shop mehr. Ist vorbei. Nee. Ja, da ist es schwierig. Ja, das ist, am Samstag sehen wir uns und Sascha spielt auch bei uns im Team. Du bist ja auch in meinem Team. Ja. Ist ja. doch schon mal geil, oder nicht? Ey, das wird so toll. Guck mal, diesen Sascha Huber, muss ich ehrlich sagen, den kannte ich vorher gar nicht, ne? Nur mal vom Hören sagen, ja, Chat hat mal geschrieben, Fitness Sascha Huber, aber nie Berührungspunkte gehabt. So, dann, zack, kommen wir irgendwie in Kontakt, schreiben uns, ey, ich weiß nicht, was ich mache mit dem, du spinnst, du kannst sterben, du Idiot. Dann haben wir telefoniert, nächtelang. Das hat uns irgendwie so verbunden jetzt schon, ne? Ja, klar. Das ist, weil ihr in der gleichen Scheiße hängt. Ja, so, wir sind die Unfähigsten. Sascha und ich haben festgestellt, wir sind die, die am wenigsten Plan haben. Aber ganz ehrlich, also mein Bauchgefühl sagt mir, Sascha macht sich ein bisschen zu klein. Fand ich auch, weil der ist stabil, der macht viele sportliche Sachen, der macht viel in der Natur, der macht sich viel zu klein. Ich mach gar nichts in der Natur. Ich bin... Ja. Gar nichts. Bei dir weiß ich so, ne? Yeah. Aber du hattest ja Bock. So, deswegen dachte ich, cool, wenn du Bock hast, nehme ich mit, ne? Aber Sascha, ich glaube, Sascha macht sich ein bisschen zu klein. Der hat schon mal draußen gepennt. Der hat letztes Jahr hier Selbstversuch gemacht, oben in den Bergen. Der war beim Bundesheer. Ich habe gestern in den Storys gesehen, er ist schon wieder da am Trainieren und irgendeinen Megamarsch machen und völlig am Durchdrehen. Ja. Ne? Der macht sich mit Absicht so ein bisschen klein. Ich bin der komplette Außenseiter. Aber der Punkt ist, du kannst im Endeffekt nicht verlieren, weil fast alle von dir eine absolute Katastrophe erwarten. Guck mal, die Hälfte erwartet doch, du wirst nicht mal die erste Nacht schaffen. Mehr, also ich würde sagen 80%, so, glauben so, das. Die denken, komm, der macht, nach 4 Stunden ist der raus. So, das heißt, du kannst gefühlt fast nur gewinnen. Bei mir gehen die Leute davon aus, ja, 7 Tage muss der. Der muss nicht nur 7 Tage, der muss auch noch jede zweite Challenge gewinnen und der muss noch einen Bungalow bauen, sonst bin ich enttäuscht. Ja, also überleg mal, weißt du, ich habe ja auch Riesendruck. So, was ist, wenn ich jetzt plötzlich merke, scheiße, mir wird schwindelig, dies, das, ich finde kein Wasser, kacke, Tag 3, lasse ich mich jetzt rausholen, mache ich doch weiter, weißt du? Ja. Bei mir lastet ja auch ein Riesendruck hinter. Bei dir ist so ein bisschen, scheiß drauf. Ich schaff's nicht. Ja. Und dem zeige ich jetzt das Recht. Ja. Aber wenn ich dann raus bin nach 2 Tagen oder was, dann werden alle sagen, ja, war erwartet, ne? Geht noch. Ach, lass die labern. Guck mal, ey, 99,9% davon würden da selbst nicht mal antreten, nicht zusagen, geschweige denn irgendwie davon was machen. So, weißt du? Ja, ich muss das. Ich kann da nicht Nein sagen, Fritz. Das war zu krass. Ja. Also es ist zu hart. Ja. Es ist zu geil. Ja. Ich muss das machen. Ich muss das erleben. Dann habe ich alles erlebt. Ja, und ganz Deutschland will dir dabei zugucken. Ey, du musst dir mal vorstellen, Fritz, dir ist auch gar nicht bewusst, wie bekannt dein Format ist, dass die wirklich auch bei Fernsehsendern und so Bescheid wissen, ne? Die kennen das alle, wissen das alle. Das ist krass. Aber man muss auch dazu sagen, wir wurden ja von dem einen oder anderen Sender auch angefragt, Staffel 2 für die zu machen, aber ich habe alles abgelehnt. Ja, das darfst du nicht machen. So. Nein, will ich auch nicht. Also, ne, ich plane noch was mit TV-Richtung, aber das ist was ganz Eigenständiges. Ja. Das hat auch nichts damit zu tun, weil, ey, allein was jetzt abgeht in dieser Vorbereitung mit den Teilnehmern über Twitch, über Reaktion darauf, der Bewerber, blabliblub, du mit Sascha am Telefonieren, das hast du doch da nicht. Und ich meine, wie geil ist denn das? Also für mich als Creator dieses Projekt ist das super geil, für die Teilnehmer ist cool. Ich glaube, die Zuschauer rasten komplett aus, weil die das alles mitkriegen, diese ganzen Vorabgeplänkel. Ja. So, das ist ja fast genauso geil wie die Show an sich schon. Wie die merken, wie macht man sich eine Platte? Wir telefonieren die ganze Zeit, ah, scheiße, dies, das. Mir ist schon fast zu viel Aufmerksamkeit, sag dir ehrlich. Ja, aber glaub mir, es wird noch besser. Also, ich weiß, ich kenne den Plan, was jetzt hier die nächsten Tage online kommt. Videomäßig, aufgabenmäßig. Jetzt sag doch mal was. Ja, es wird gut. Ja, aber warte mal, was? Ich muss nichts basteln im Stream, sondern ich muss Fragen beantworten, die ihr braucht. Quasi, sagen wir es mal so, ja. Ich habe dir eine kleine Aufgabe, Fragen gestellt und die musst du einfach nur im Stream verbal beantworten und Entscheidungen treffen. Genau. Wie gesagt, kannst da offen drüber sprechen, kannst mit deinem Stream reden, kannst wen anrufen, wie du Bock hast. Also für dich ganz entspannte Nummer, aber
Hirnschmalz brauchst du ein bisschen Fritz, für Entscheidungen. Fritz, der Marketingfuchs, ne? Chat sagt ehrlich, ist so ein Marketingfuchs. Ey, aber ganz ehrlich, das, um da nochmal reinzusagen, klar, das ist Marketingfuchsmäßig, weil das übelst die Welle schlägt, aber das ist gar nicht der Hintergrund, sondern ich finde das selbst so geil. Weil das wirst du sehen, ich bin selbst der liebste Zuschauer, der sich jetzt angucken will, wie reagieren die Teilnehmer darauf? Was haben die für Gedanken? Weißt du, ich finde das selber so geil, dass mir das so Spaß macht. Natürlich pusht das. Aber ich gehe nicht ran, weil ich denke, ah, wir brauchen jetzt irgendwas, damit das Projekt gepusht wird. Sondern ich denke mir so, Alter, lass mal so machen, wie geil ist das denn? Ja. Dann kann ich mir das angucken, der guckt so mega spannend. So, weil ich finde es mega interessant zu sehen, okay, wie denkt denn Sascha Huber, wie denkt ein Knossi, was denkt die Freundin von Knossi darüber, was denkt die Mutter von Knossi darüber, wie schätzt die das ein? Weißt du, das ist ja spannend. Ja, ja. Mach mal ein Beispiel für so eine Frage, die nicht vorkommt. Es ist nur eine. Es ist eine Aufgabe nur. Eine größere Aufgabe. Von daher kann ich, ja. Die ich lösen muss. Ja, aber es gibt kein richtig und kein falsch. Das wird es nicht geben. Es gibt ist wieder Schule, Alter. Ich habe Schule gehasst. Nein. Textaufgabe. Es ist keine Wissensfrage. Du kannst nicht falsch und nicht richtig machen. Es geht einfach nur um deine Meinung, die wir brauchen. Ja gut, kriegst du von mir. Ja gut. Hey Fritz, du hast dir mit mir einen Kandidaten geholt. Ich bin die komplette Überraschung. Ne? Ich habe keine Ahnung. Es kann alles schief gehen. Wir brauchen die Wundertüte. Ja, die Wundertüte ist aber, dass ich nach 2 Stunden denke, die Boa Constrictor, die ist mein verdammter bester Freund und die hängt mir auf einmal um den Hals und ich drück. Ja, aber wenn sie dir um den Hals ist, ein bester Freund, dann brauchst du, dann kannst du die, weißt du was, dann drückst die Kamera vor Glück. Weil du auch dokumentierst, du Fotos machst auch mit ihr. So, vielleicht wirst du auch nach 7 Tagen weinen, weil du denkst, ich kann dir auch meine Boa Constrictor nicht zurücklassen. Die vermisst mich. Das kann auch sein. Ja, aber es kann auch echt sein, dass weißt du, was auch passieren kann? Einfach so, oh, ich komme da an, ihr lasst mich da raus, ich bin am Beach, stolper, back, zack, Bein gebrochen. Dann heule ich jetzt nicht, das kann da nicht sein. 7 in the Whites. Da musst du vorsichtig sein. Generell, auch mit allem, was du hast, Werkzeug, dies, das, ne? Aber hast ja selbst schon gesagt, wenn du alleine zu Hause in der Küche handwerkst, machst du vorsichtiger, als wenn der da ist. Werkzeug nehme ich ja nur so ein, wie heißt das mit, was du hast, dieses Messer? Kauri, wie heißt das? Kukri, das nehme ich mit, ne? Ja. Wie du willst, das ist deine Entscheidung. Wie gesagt, also da werden wir einige Sachen, stelle ich auch alles vor, was erlaubt ist. Ja, von Messer, Machete, Kukri, wie auch immer, Taschenmesser. Du musst dich halt wohlfühlen damit, das ist wichtig, ne? Also, kann ich dir auch als Tipp nur mitgeben. Guck dir das in Ruhe an, teste dich vielleicht auch mal ein bisschen aus. So. Ich sag euch auch jetzt schon, was passiert, ne? Keine Minute bin ich bei Seven the Wilds, weil der Koffer nicht mitgekommen ist. Stimmt, pass auf! Alter, was kann auch passieren? Habt ihr das mal beachtet? Dann müssen wir improvisieren. Dann, keine Ahnung, dann gebe ich dir was ab oder so. Dass der Koffer nicht mitkam. Wenn der Koffer nicht mitkommt, dann haben wir richtig ein Problem. Nee, pass mal auf, die musst du vorher dahin fliegen. Du musst die mit diesem Zeug vorher dahin fliegen. Könnte man auch. Ich weiß nicht, ob das extra kostet, vielleicht ist das aber auch ganz günstig, dass nur der Koffer dahin, nur das Zeug dahin geschickt wird, sonst bist du am Arsch. Nee, aber mir fällt gerade tatsächlich wirklich was Gutes ein, was du gerade angebracht hast. Weil... Das kann man auch offen so sagen. Das Orga-Team ist ja vor den Teilnehmern da. Ja, über Gepäck. Und theoretisch könnten die ja für die Teilnehmer die Sachen schon mitnehmen. Ja. Um einfach nur die Sachen schon mal da zu haben. Dass wenn es irgendwelche Probleme gibt, Flughafen, dies, das, keine Ahnung, stell dir vor, du packst da irgendwie Samurai-Schwert rein und am Flughafen sagen die, bist du irre. Ich sag, ja, das ist so. Ich habe in letzter Zeit alles erlebt. Mein Koffer kam zigfach nicht mit. Ja, ich hab's auch schon. Ich habe alles erlebt, was es gibt in letzter Zeit. Wirklich, das ist. Und dann kommt ja auch mal eine Woche nicht. Und dann läuft das Projekt und wir haben nichts. Nee, das ist. Ja, wenn der erstmal nicht da ist, dann kannst du eh vergessen. Das dauert ewig. Nee, aber es ist ein guter Tipp. Spreche ich gleich mit den Jungs ab, dass wir uns die Ausrüstung quasi von den Leuten vorher schicken lassen oder wir die abholen. Das kriegen wir alles hin. Und dann nehmen die schon mit. Dann, wenn dann was schief läuft, dann haben wir immer noch so. Was ich ein paar Tage puffe, um das nochmal neu zu organisieren oder die organisieren das vor Ort oder so. Ja, das ist gut. Ja, und was von mir auch eine Idee war. Genau diese Kleinigkeiten, Scheiß, schlage ich mich ja von früh bis morgens rum mit so einem Müll, was keiner mitkriegt. Und ich sag dir auch, was auch ganz wichtig ist, weil meine Freundin und Mutter, ich finde es wichtig, wenn ich den Knopf drücke, dass die auch bei WhatsApp, dass die Bescheid kriegen. Der hat gedrückt. Das kriegen wir alles organisiert. Der lebt. Wenn das dein Wunsch ist, das ist ja nichts fürs, was das Projekt jetzt schlechter macht oder so, das ist ja nur für die Familie zu Hause. Das ist kein Problem. Ja, weil meine Mutter denkt, ich pack da gar nichts. Weißt du, was ich meine? Die macht ja auch nur im Stream große Fress. Dann sagt die mir heute, das kannst du vergessen. Meine Freundin denkt ja auch, das kannst du vergessen. Die wollen nur wissen, dass ich noch lebe. Die haben Angst, dass ich sterbe, ne? Das Normale halt. Ja, nee.
Da wird keiner, da stirbt keiner. Gibt's da So, das geht Bananen? gar nicht. Also, ich weiß es nicht, ich war nicht auf der Insel, aber ich sag mal so, ich habe bisher noch nie Bananen in freier Wildbahn gesehen. Ich habe Bananen immer nur angepflanzt auf Bananenfeldern gesehen, irgendwo in tropischen Gebieten. Also Ananas? gehe ich. Ananas habe ich schon mal wild wachsen sehen, tatsächlich. Aber ob es die da vor Ort gibt, keine Ahnung. Schmeckt aber geil. Also in Peru haben wir wilde Ananas gefunden und gegessen. Aber in Peru war ich ja Anfang des Jahres auch halt Vogelspinnen, ne? Direkt im Lager drin. Ja, bei Vogelspinnen habe ich nicht so große Angst, du. Nö, also das kommt, ich sag's ja, wie es ist, es kommt immer auf die Situation drauf an. Liegst du auf dem Boden und das Vieh ist 5 Zentimeter vor deinem Auge, dann scheißt du dir kurz mal ein. Wenn du natürlich irgendwo lang gehst und du siehst, ah, guck mal da, 4 Meter vor mir läuft gerade eine Spinne über den Boden, ja, so, da Kamera an und los, weißt du? Das ist genauso, wenn, keine Ahnung, stell dir vor, du gehst irgendwo lang spazieren, suchst du irgendwelche Stöcker und siehst plötzlich einen Krokodil irgendwo 50 Meter Entfernung. So. Da gehst du ja auch nicht sofort an der Decke. Da bist du erstmal, oh Scheiße, beobachten, langsam zurück, so, weißt du? Aber wenn das Ding plötzlich 1 Zentimeter neben dir auftaucht, aus nichts, dann scheißt du dir ein. Das Oh ist Mann. situationsabhängig. Ja, gut, Aber dann wie gesagt, ist immer auf so. die Nase. Immer auf die Nase. Aber Ist gern. es eigentlich auch möglich, bei jeder Dschungelwanderung die Kamera durchgehend laufen zu lassen? Halten das die Akkus für eine Woche aus, dass sich die Kamera wirklich mal 8 Stunden am Tag läuft? Nee, weil, das würde vielleicht nicht gefallen, aber du hast ja zwei Kameras, ne? Also zweimal eine GoPro, falls eine kaputt geht oder du mit zwei filmen willst. Und jede Kamera kann pro Tag maximal 2 Stunden aufnehmen. Boah, nee, aber Naja, so das müsstest du dir wenig. überlegen. Da ist, ja, allein vom Speicherkarten her, für den Schnitt im Hintergrund, für die Akkus und so weiter, wir können nicht, dass jeder am Tag da irgendwie alles komplett laufen lässt. Das heißt, du musst genau, ne, es ist kein Livestream, sondern du filmst halt ein bisschen was, zeigst was, erklärst was und dann muss die Kamera wieder ausgemacht Ich werden. habe halt Angst, dass die Leute was verpassen, wenn ich schnell reagieren muss oder so. Weißt du, dass ich meine, irgendwas passiert oder so? Ich Ja. will, dass so viel wie Aber möglich drauf ist, ne? glaub mir, Knossi, du wirst keine 8 Stunden durch den Dschungel laufen. Weil nach spätestens 10, 15, 20 Minuten wirst du so am Arsch sein, dass du dich entweder hinsetzt, hinlegst oder wieder zurückgehst. Zwei Und das Stunden ist kann ich wenig, natürlich dann schreiben die kosten. Leute auch. 2 Stunden ist wirklich wenig, Fritz. Ja, aber also ist ja pro Kamera. Das heißt, du hast 4 Stunden am Tag insgesamt. Ne? Ach so, pro Kamera, also in 4 Stunden, stimmt. Okay, Genau, das ist auf jeder gut. Kamera hast du 2 Stunden. Hast Ja, du alles voll gemacht. Sind okay. 4 Stunden. Dann ist der Und Akku leer das. oder was? Und dann habe ich für jeden Tag einen Akku pro Cam. Nee. Akkus ist, da haben wir große Akkus, die musst du halt dann immer wieder laden in so einem rotierenden System. Ach, okay. Also, eine Ja. Riesenbatterie und da lade ich es dran. Ah Genau, ja. also wir haben quasi nur kleine GoPro-Akkus, wir haben Ladegeräte, das alles in so einem Koffer drin und dann haben wir große Akkubanks, wie du sie kennst, und die sind halt dann alle voll und da lädst du das dann einfach, kennst ja, wie dein Handy lädst oder wie auch immer. Boah, also 4 Stunden ist schon, ich finde es, weil ich habe ja den ganzen Tag, im Prinzip will ich ja was machen so. Was machst du mit dem überschüssigen Material? Tja, keine Ahnung, was macht man damit nochmal? Nochmal eine Best-of-Folge raushauen oder was? Naja, aber ich meine, es könnten schon, weißt du, es könnte. Hast du nicht das beim Schnitt bei der ersten Staffel gedacht, so, oh, scheiße, das schafft's nicht alles in die Show? Also ich habe es ja nicht geschnitten. Hat ja ein Team im Hintergrund geschnitten. Also sind wir Ja. einer aus dem Team geschnitten. Ja, der war danach komplett am Arsch. Aber ja, du bist unterschiedlich. Die ganzen Highlights, das ist alles drin. Aber natürlich will jetzt auch keiner sehen, wie jetzt jemand 20 Minuten lang irgendwie an einem Stock rumschnitzt. So, ne? Das wird halt dann bup, 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 bisschen geschnitten, kennst ja selber, und dann Ja, ist weiß. gut. Das wird bei So. mir nicht passieren, am Stock rumschnitzen. Ich werde wahrscheinlich wirklich große Fische mit großen Fischen kämpfen und sowas. Bei mir wird es echt krass. Ja. Nein, aber ich glaube wirklich, ich weiß, dass ich bin irgendwie so geboren, dass bei mir nur so krasse Dinge immer passieren, so scheiße. Ja. Und dann kommt der Überlebensinstinkt plötzlich mal durch. Der ist Jetzt einfach da. stell dir Hast du schon mal so eine Situation? Überlebensinstinkt. Naja, wo wirklich mal, wo irgendwas passiert ist, keine Ahnung, Unfall, dies, das, wo wirklich so innerhalb von einer Sekunde auf die andere so eine Situation ist, wo Adrenalin Ja, hochgeht, dein hatte ich. Herz pocht und du denkst, okay, jetzt muss ich handeln. Jetzt, oh, ach du Scheiße. Hatte ich. Kann ja alles möglich sein, Ey, ne? ganz Das ist übel. schon Auch aus eigener gruselig. Dummheit herbeigeführt. Wir haben damals in einem Block gelebt noch mit meiner Mutter. Ich war vielleicht 14, 15 Jahre alt. Überm Balkon bin ich geklettert, habe gedacht, ich mach mal, ich bin cooler, weißt du? Ich bin cooler, ich kletter überm Balkon, weißt du, häng mich ans Geländer, kletter wieder hoch und so, mach ein paar so Dings, wie heißt das? So mich hochziehen, ne? Wie heißt das? Ja, Klimmzüge. Klimmzüge, mach's ein paar cool. Ja, dann bin ich nasser Sack da gehangen und kam nicht mehr hoch. Ach du Scheiße.
unten, ich sehe, wenn ich fall, boah, so Betonklötze, ja, da wird vielleicht, wahrscheinlich, vielleicht lebe ich noch, vielleicht breche ich mir was, aber das wird hart. Und dann ich, Mama, 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 dann kommt meine Mutter am Balkon, versucht mich, kriegt mich nicht hoch. Ich war schon damals übergewichtig, ne? Dann meine Oma noch dazu, die war am Leben, dann haben die mich beide mit aller Gewalt da hochgehievt, aber ich hing da bestimmt 20 Minuten. Ich habe es geschafft, 20 Minuten da irgendwie zu hängen. Das war Überlebenskampf. Das war, ich habe gedacht, ich kann das gar nicht mehr, ich kann nicht mehr halten, hab's doch gekonnt. Ja, weil dein in deinem Kopf, in deinem Körper, in so Extremsituationen plötzlich, da passieren Sachen, die kennst du von dir nicht. Das ist ja keine Alltagssituation, weißt du? Ja. Und plötzlich sagt der Körper und der Kopf, bupp, jetzt hier, komm, Überlebensmodus. Ich muss hier tunneln, ich muss rauskommen, sonst geht's nicht. Ja, das war so dumm von mir damals. Okay, waren vielleicht keine 20 Minuten, gefühlt waren es 3 Stunden. Ja. Ne? Also Chat, ich kann es euch nicht sagen, auf jeden Fall konnte ich mich eigentlich gar nicht mehr halten. Ne? Und meine Mutter wusste sich nicht zu helfen. Aber ich habe es überlebt, ich bin noch da und jetzt gehe ich Seven in the Wilds. Fritz, ich brauche mehr Infos, wenn du was hast, hau raus die Videos. Ja, ist schon im Schnitt, wie gesagt, morgen kommt eins, morgen oder übermorgen, aber morgen denke ich mal mit einer kleinen Aufgabe. Eins ist klar, Fritz, und ich will dir keinen Druck machen, machst du da keine 7 Tage? Sind wir, ja, kannst du die Karriere an Nagel hängen. Eins in Chat. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Ist ja so. So, das habe ich bei Staffel 1 schon gesagt. Da habe ich es zum Glück hinbekommen. Aber ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie auch noch einen Bungalow dazu bauen, damit die Leute irgendwie, weißt du? Nein, musst du wirklich. Ich glaube, ey, doch. Aber bei Fritz, wenn dein Teil gekommen ist, hat man sich gefreut, weil du wusstest, der baut was. Und auf einmal hat er so einen Holzschniedel in der Hand. Ja, geil. Ja, du machst das schon. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ne? Denkst du dann auch ab und zu an mich, was ich wohl gerade mache? Ja, ne? Ja, klar. Du, ey, ohne Scheiß, wahrscheinlich die ganze Zeit. Und ich werde mir die ganze Zeit fragen, ist er noch drin? Was macht er? Ist was passiert? Ist er schon raus? Was ist für ein Struggle? Das erste Gewitter kommt, bam, es regnet, klitschnass. Du denkst dir, scheiße, sind die anderen noch draußen? Sind die auch klitschnass? Haben die einen Unterschlupf gebaut? Haben die andere Ausrüstung mit, wo die sich drunter schützen können? Weißt du? Das, also tatsächlich, meine Gedanken waren sehr oft bei den anderen, weil ich immer überlegt habe, okay, jetzt ist die Situation, was machen die gerade, wie reagieren die gerade darauf? Und das ist ja das Geile als Zuschauer an dem Format, dass du das halt sehen kannst. Du siehst, ja. Bam, Unwetter kommt, Aussetzung kommt, Challenge kommt, wer macht was? Plötzlich Chris, Mittagsschlaf, Betttag einfach. Ja, aber so. Vielleicht machst du Mittagsschlaf? Mach ich schon, ne? Ich habe keine Zeit, ich muss bauen, Knossi, der Bungalow muss fertig werden. Du willst wirklich einen Bungalow bauen, ne? Also Real Talk, ich hab schon Bilder und Bauanleitungen, ist schon abgespeichert. Okay. Also ich hoffe. Was nimmst du als Schnur? Rinde. Kannst alles fort. Also ne, kannst Lianen, Rinde, Seile machen, dies, das. Ich denke mal auch, ist nur eine Vermutung, keine Ahnung, aber dass da vielleicht auch ordentlich Müll angespült wird. Ne? Oh. Ist ja in so Regionen öfter. Oh, das ist super. Natürlich umweltmäßig scheiße, ja. Aber für so ein Projekt, ne, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, eine Dose, du hast oft auch so Netze. Seile habe ich ja selbst bei Staffel 1 da an dem See gehabt. Da wurde auch so Fischerzeug, habe ich ja Seile gehabt. Das wäre halt schön. So schön Ölkanister, schön, boah. Mm. Und dann Wasser auffangen im Ölkanister. Mm. Ja, ja, klar. Wie viel Wasser braucht man am Tag? Durchschnittsmäßig habe ich tatsächlich auch vorhin gelesen, sind so, also du brauchst, ich glaube, im Ruhezustand, wenn du nichts machst und nur liegst im Schatten und gemäßigtes Klimas, brauchst du 1 Liter. So, weil das ist das, was du ausatmest, sage ich mal schon, und ausschwitzt. Aber normal brauchst du so 2 bis 3 Liter am Tag. Kann aber hochgehen, je nach Belastung, Temperatur und so weiter. Ne? Boah, also, und dann hast du Durst. Sag ich dir ganz ehrlich, wenn so ein Sascha Huber da plötzlich mittags um 12 Sonne, Zenit, durchdreht und da anfängt irgendwie, keine Ahnung, was zu machen. Alter, der braucht 8 Liter am Tag, 9 Liter. Keine Ahnung, wo er die herkriegen will, aber du musst da echt mit deinen Kräften haushalten. Überlegen, vielleicht eher morgens, wenn die Sonne flach ist, abends, dies, das, in der Mittagshitze wirklich teilweise im Schatten eher kleinere Sachen machen. Was denn machen? Weil du redest immer von machen, was soll ich denn machen? Du, weißt du, wie viele Aufgaben? Ich habe eine ganze Liste, was ich alles machen will. Ich mach ein bisschen die Angel und guck. Ja, aber du kannst auch mal, keine Ahnung, für deine Freundin einen Hut aus Palmwedelflächen oder so. Genau, das fehlt. Die kaufe ich doch am Flughafen, kaufe ich das. Ja, aber guck mal, Knossi, was Selbstgemachtes. Mensch, das kommt von Herzen. Ja, der hat Probleme. Wo du dann wirklich einfach vor Ort da sitzt und sagst, hier, guck mal, das habe ich für dich gemacht. Ich habe die ganze Zeit an dich gedacht. Hast du Probleme? Das gibt's gar nicht. Ja. Ich kämpfe ums nackte Überleben, der schnitzt für seine Frau was. Ein Haus. Ja, klar. Ja, klar. Du, was meinst du, wie da freut? Ja.
Fritz, und dann guck, weißt du, was ich für Probleme? Ich sitze dann gucke ich mir diese Drecksplörre an, die vom Himmel kamen und denke mir, oh, so ein Durst. Oh. Ja, die Drecksplörre musst du aber auch erstmal auffangen. Die kannst du nicht zwischen dem Sandstein ablecken. Weißt du, was ich meine? Ja, aber da... Also ja, zwischen dem Sand meine ich und den Stein. Ja, gut. Aber dürfen wir eine Plane mitnehmen, Tarps? Ich sag mal so. Da ist was behandelt worden auf der Ausrüstungsliste, die jetzt demnächst kommen wird, die ich heute für eine abgeschlossen habe. Aber es gibt in dem Bereich halt auch eine Sonderregel, ne? Im Vergleich zum letzten Jahr. Haben wir heute einstimmig beschlossen. Ich hatte so eine Eingebung, eine sehr coole Idee, muss ich sagen. Und die fand, der Rest des Teams fand ich auch gut. Und die haben wir, die boxen wir jetzt durch. Willst du mich verarschen? Kommst du mir jetzt nur, weil du irgendwie meinst, du kannst aus den Palmenblätter kannst du ganze Dächer flechten? Du willst es verbieten, Plane mitzunehmen, Plastikplane? Nee, ist nicht verboten, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wir noch eine kleine Sonderregel haben. Aber, ja. Eine schlechte für mich. Nee. Ich sag mal so, wir haben ja mehrere Sonderregeln. Da sind gute für dich auch dabei, weil du hast ja weniger Erfahrung als andere. Sind auch gute für dich, positiv. Und dann gibt es halt auch welche, die sind für alle eher so negativ, würde ich sagen. Nee, negativ ist falsch. Herausforderung. Ey, du bist wirklich ohne alleine 7 Tage alleine auf einer Insel. Ja. Warum bist du so? Weil du alles kannst und weißt. Nee. Das wird schon mal sehen. Ich weiß, was der Moment kommt. Der kommt mit, ihr dürft eine Plane mitnehmen, 30 mal 30 Zentimeter. Nein. Das wäre ja dumm. Nein. So, das macht ja keinen Sinn. Das wäre... Sascha, ich habe mit Sascha gesprochen, der sagt, ich nehme keine Feuersteine mit, ich nehme so einen Bunsenbrenner. So ein Bunsenbrenner, der geht immer. Natürlich nicht. Also, ist nicht erlaubt, ne? Natürlich nicht. Das weiß der auch noch nicht, der denkt nämlich, ganz entspannt gehe ich da rein, bis deppert. Junge, ja. Bunsenbrenner, also, schickt dir mal ein paar Bilder durch von den Dingern, super. Also ich glaube, mal gucken, vielleicht guckt sich Sascha noch mehr um als du. Der wird sich ja. Was ich auch noch glaube, da ist die ein oder andere Absage, wird es noch. Oh, ich kann doch nicht. Meinst du wirklich jetzt? Ich glaube ja. Glaube ich nicht. Also klar, wenn irgendwas jetzt wirklich eine Krankheit, gesundheitsmäßig ist, ja was anderes. Ja. Aber so wegen Schiss und so. Boah, das wäre hart, ne? Also dann natürlich umso früher, umso besser, weil das war dann noch wen finden. Wenn da jemand einen Tag vorher sagt, ich habe Angst. Aber eine Regel, komm, eine Special-Regel kannst du jetzt hier verraten für die Leute, komm. Eine Special-Regel? Ja, komm. Zum Abschied. Okay, pass auf, ich werde nur jetzt für die Community eine Regel nicht zu 100% verraten, aber einen Teil davon, okay? Okay. Okay, wir haben eine Sonderregel heute entworfen, die, wie formuliere ich das jetzt? Die bestimmte aus bestimmte Gegenstände. Oh, warte, ich muss. Schwierig gerade, ne? Also ich muss aufpassen, was ich sage. Es gibt bestimmte essentielle Gegenstände, wo man sagt, okay, das und das und das würde ich auf jeden Fall gern haben. Ja. Ne? Und wir haben aber eine Regel von bestimmten Gegenständen, wo du maximal eine von diesen Gegenständen nehmen darfst. Weißt du, wie ich meine? Nee. Also pass auf. Fiktives Beispiel. Ne? Du kannst wählen zwischen Apfelsaft, Orangensaft und Zitronensaft. Am liebsten würden alle eins mitnehmen. Ja? Würde ja auch gehen von der Anzahl. Aber du darfst maximal eine davon mitnehmen. Du musst dich für eine entscheiden. Du kannst nicht einen Apfelsaft und einen Zitronensaft mitnehmen. Geht nicht. Ist nicht erlaubt. Aha. So, weißt du? Du Schwein. Ja. Warte mal, das heißt zum Beispiel... Leute, entweder oder. So ein Entweder-Oder-Ding ist das. Ach so, zum Beispiel. Messer, Machete oder Kakri, oder wie das heißt. Zum Beispiel. Ja. Also du kannst da nicht sagen, ich nehme das und das und das mit, sondern du musst dich entscheiden. Entweder das Aber das sind immer Sorte, immer das gleiche Produkt, bloß eine andere Sorte davon, eine Unterrubrik. Andere Sorte quasi. Also im Sinne von, dass mein Beispiel war nicht perfekt, sagen wir sowas wie Apfel, Schweinesteak und Strohhalm. Du darfst aber nur einen von den drei nehmen. Aber nicht so sowas wie zum Beispiel Plane, Messer oder Wasserflasche. Zum Beispiel. Nein, zum Beispiel. So willst du das nicht durchmischen. Zum Beispiel. Was? Ja, aber es wäre ein Beispiel, aber so ist es natürlich nicht. Aber Ach. Du wirst sehen, warum. Ich erkläre es im Video. Ey, du bist wirklich, du willst uns alle massakrieren, töten.
Hey, wird gut. Passiert da Das was, wird kommt gut. meine Mutter. Du kennst sie. Ja, klar. Und dann kriege ich aber richtig einen hinter den Löffel. Ja, stell mir vor, weil passiert was. Nein. Fritz, garantierst du, dass da keiner stirbt? Kannst du es Da garantieren? stirbt keiner. Nein. Geht ja gar nicht. Wie soll ich das garantieren? Kannst du fürs Fußball, ganz ehrlich, kannst du fürs Fußball-Event am Samstag garantieren, dass nicht vielleicht doch ein Komet von oben kommt und mich erwischt? Nein. So, kannst du nicht. Geht nicht. Keine Ahnung, vielleicht kommt der Hurricane. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kommt er aber auch in Hamburg. Meine Mutter kommt mit der Hunde, das sage ich dir. Die kleinen Süßen. Ey, ich freue mich riesig, dich am Samstag zu sehen. Es hat mir gut getan, mit dir zu sprechen. Jetzt geht es mir noch schlechter. Ich weiß genau, dass ich heute wieder nicht schlafen kann und da sitze und irgendwie Bier Grill, alter Google und was weiß ich alles. Wird gut, wird gut. Wie gesagt, Infos kommen alle nach und nach. Wir sind gerade jeden Tag am Arbeiten. Jeden Tag kommt was Neues. Morgen erstmal Video mit einer neuen Aufgabe. Und dann nächste Woche kommt das nächste Ding. Nächste Woche weißt du auf jeden Fall mehr. Ich danke dir. Fritz, danke, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gern. Ich freue mich auf Samstag. Wunderbar, ich freue mich auch, Fritz. Schönen Grüße in den Chat. Ciao. Jo, ciao, Ciao. ciao. Labert und labert. Sag mal jetzt, Chat, der wird da nicht sagen, Zigaretten, Hängematte oder Messer. Nur eins davon. Das wird doch der nicht machen. Das wird er doch nicht machen. Ist da Panikmache. Das wird er doch nicht machen. Ja, dann habe ich halt kein Messer und keine Hängematte. Ja und? Aber ich habe eine schöne Schachtel Galois. Rote. Ich mache die Folie langsam auf. Mit der Folie kann ich auch was machen. Da kann ich mir auch Wasser aus dem Tümpel holen. Da habe ich ein paar Plastikfilter dabei. Die haben Saugkraft. Die sind saugkräftig. Die mache ich alle in eine Kokosnuss und saug mir was.